Sehr geehrte Damen und Herren, der Begriff künstliche Intelligenz beschäftigt die Menschheit ja schon sehr lange in Literatur, Filmwelt. Es gibt eine ganze Menge von Filmen, die ein düsteres Bild zeichnen oder ein hoffnungsfroh, optimistisches Bild darüber, dass Maschinen die Macht übernehmen oder dass wir in unseren Fähigkeiten als Mensch umfangreich unterstützt werden. Ein Thema, was in den letzten Jahren, Monaten muss man fast sagen, an Aktualität gewonnen hat, was die Menschen beschäftigt, nämlich die Frage, wie weit ist Realität in der Wissenschaft, in der täglichen Anwendung, von dem weg, was man sich als Vision zeichnen könnte. Und natürlich auch die Frage, inwieweit kognitive, ureigenste menschliche Fähigkeiten durch Maschinen übernommen werden können. Und das ist ein Thema, den wir jetzt mal so ein bisschen reißerisch formuliert haben: Abschaffung unserer Spezies oder Chance für die Menschheit. Ich gebe zu, wir haben natürlich schon versucht, einen etwas knackigen Titel hier zu finden, damit wir auch genügend Anmeldungen bekommen. Und ich freue mich, dass wir halt eine rekordverdächtige Zahl von Teilnehmern haben bei unserer Veranstaltung. Und damit möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zu unserer Veranstaltung Offene Werkstatt, technische Disziplinen und Geisteswissenschaften im Dialog, die wir schon seit vielen Jahren zusammen mit der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hier veranstalten. Und begrüßen möchte ich hier unsere hochrangigen Experten, die sich von Fachwegen aus verschiedenen Perspektiven mit der Möglichkeit der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Zum einen haben wir Herrn Dr. Hans-Georg Zimmermann, Senior Principal Research Scientist der Siemens AG Corporate Technologies, und ich habe mir sagen lassen, einer von vier Personen seiner Spezies, also praktisch der höchstrangige Wissenschaftler in der Fachkarriere, den Siemens zu besetzen hat, und er ist der Spezialist für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in dem Unternehmen. Dann haben wir Dr. Harald Ruess, wissenschaftlicher Geschäftsführer am Fortis Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme und Services. Das ist ein An-Institut der Technischen Universität München, das sich mit ursprünglich mit Software-Codierung und Software-Methodik beschäftigt hat, aber sehr intensiv auch in diesem Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterwegs ist. Dann haben wir Dr. Rudolf Kötter vom Zentralinstitut für angewandte Ethik und Wissenschaftskommunikation an der FAU Erlangen-Nürnberg. Und er ist unser altgedientester, fast schon der Hausphilosoph hier. Er war bei allen Veranstaltungen, die wir hier gemacht haben, auch mit dabei, hat mitgewirkt, und freue mich sehr, dass er da ist. Und last but not least, Professor Alexander Martin, Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik an der FAU und gleichzeitig Leiter der Abteilung Analytics an der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services in Nürnberg. Und die Moderation übernimmt heute Julia Jonas. Sie ist Postdoctoral Researcher an der FAU Erlangen-Nürnberg am Institut für Wirtschaftsinformatik. Und last but not least Sie, herzlich willkommen hier bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie hier dabei sein können. Und ich freue mich auch auf Professor Jürgen Karl, erster Prodekan der Technischen Fakultät, bei der ich mich für diese langjährige gemeinsame Veranstaltung auch bedanken möchte. Und ich bitte ihn jetzt für sein Grußwort auf die Bühne. Vielen Dank. Ich
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Heuberger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg natürlich auch ganz, ganz herzlich begrüßen. Das Thema der heutigen Veranstaltung trifft ja ganz, ganz offensichtlich so ein bisschen den Nerv der Zeit. Und ich denke, es ist auch ein wunderschöner Anlass, einfach die langjährige gute Zusammenarbeit auch mit dem Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen einfach hier auch nochmal so ein bisschen zu feiern. Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema, ich nehme an, der ein oder andere von Ihnen hat tatsächlich auch schon den vor drei Wochen erschienenen neuen Thriller von Dan Brown gelesen, Origin. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, also nach den rätselhaften Bruderschaften im Da Vinci Code oder irgendwie furchtbare Antimaterie im Illuminati. Es ist jetzt tatsächlich die künstliche Intelligenz, die diesmal die Grundfesten der Welt erschüttert. Ich will jetzt natürlich an der Stelle nicht allzu viel spoilern, das geht auch gar nicht, weil ich es auch gerade erst angefangen habe zu lesen. Aber es zeigt ganz klar, jenseits der Brownschen Fiktion, auch im richtigen Leben, hat die künstliche Intelligenz ihren Platz gefunden. Es gibt unheimlich viele Technologien, die das weitreichende Potenzial dieser Technologie schon nutzen. Und auch wenn die Anwendungsfelder noch sehr spezifisch sind, in manchen hat die künstliche Intelligenz möglicherweise auch das menschliche Niveau erreicht oder gar übertroffen. Und wir hatten uns über die eine oder andere nicht-deutsche Regierung schon unterhalten, bei der man sich vielleicht zumindest ein bisschen künstliche Intelligenz wünschen würde. Klar ist, die fantastischen Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz stellen nicht nur den Browns Professor Lenken vor besondere Herausforderungen, sondern auch uns, die ganze Gesellschaft. Und das sind natürlich auch bedeutende ethische Herausforderungen. Und eine Kernvoraussetzung dafür, also dass wir diesen Herausforderungen begegnen, ist tatsächlich auch der Dialog, nicht nur der Dialog in der Wissenschaft, in der Politik, in der Industrie. Ich denke, genau an dieser Stelle ist vor allem auch der Dialog mit der breiten Öffentlichkeit ganz, ganz entscheidend. Und und den wollen wir heute hier natürlich auch üben. Ich freue mich deshalb ganz besonders über den großen Zuspruch dieser Veranstaltung. Ich sehe, hier vorne gibt es noch ganz, ganz wenige Sitzplätze. Ansonsten müssen Sie, glaube ich, nicht auf die Stehplätze sich verlegen. Mein ganz herzlicher Dank gilt natürlich auch den Referenten des heutigen Abends von Fraunhofer und der FAU und natürlich auch aus der Privatwirtschaft von der Firma Siemens. Sie werden das Thema künstliche Intelligenz aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten. Wir freuen uns natürlich schon auf die vielen Fragen, die wir Ihnen dann im Anschluss stellen dürfen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Kurzstatements und vor allem natürlich auf die Diskussion und bedanke mich schon mal bei Ihnen allen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Julia Jonas. Ich freue mich, Sie heute hier durch diesen Abend durchführen zu können. Das ist eine offene Werkstatt zum Austausch zwischen technischen Disziplinen und Geisteswissenschaften im Dialog. Ich freue mich sehr über den Austausch von verschiedenen Gedanken und den Anstoß vielleicht auch von neuen Gedanken. Damit wir auf gute Gedanken kommen und erstmal so ein Fundament für den Gedankenaustausch setzen können, begrüße ich ganz herzlich Dr. Hans-Georg Zimmermann für einen Impulsvortrag, bevor wir dann die bereits vorgestellten Experten hier auf die Bühne holen und in eine Diskussion einsteigen. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, Frau Jonas. Und vielen Dank an alle. Die sich für dieses Thema interessieren. Ich möchte gern vorab etwas zur Titelfolie sagen. Also zum einen werden Sie in ein paar Minuten verstehen, warum dieser Titel Understanding Artificial Intelligence ein Wortspiel ist. Und das zu erklären ist ein wesentlicher Punkt von dem, was ich in dem Vortrag rausarbeiten möchte. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Und zum anderen, ja, das stimmt, Senior Principal Research Scientist,
Das ist, wenn Sie so wollen, der höchste Karrierestufe, die Sie bei Siemens im Zentralbereich Forschung haben können, wenn es um die Fachkarriere geht. Aber ich möchte gern betonen, es gibt bei Siemens sehr viele andere tolle Kollegen, die ich habe, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und zum Teil auch ganz andere Perspektiven auf das Thema haben wie ich. So, dann gucken wir uns das Thema an. Ich möchte Ihnen gerne die Geschichte der künstlichen Intelligenz erzählen, und zwar auf eine Art und Weise, wie Sie daraus dann eben auch ableiten können, was Sie von der Zukunft dieses Themas erwarten können. Sehen Sie, jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte von künstlicher Intelligenz, das sind Fragestellungen, die Alan Turing sich gestellt hat. Was ist überhaupt berechenbar von einer Maschine? Dann die Frage McCulloch und Pitts, die sich überlegt haben, ist biologisches Gehirn und Computer und die Computerarbeit, ist das im Prinzip äquivalent, ja oder nein? Die Antwort hieß ja. Oder eben die Donald Hebbsche Formulierung davon, was bedeutet Lernen, nämlich nichts anderes wie Parameteroptimierung in den neuronalen Netzen. Norbert Wiener, der Signalanalyse gemacht hat, was dann eben nachher unter Kybernetik zusammengefasst war. So, das ist die Vorgeschichte. Und der eigentliche Titel Artificial Intelligence kommt von 1955, weil 1955 hat John McCarthy einen Antrag auf Finanzierung an die Rockefeller Foundation geschrieben, damit 1956 ein Workshop über künstliche Intelligenz stattfinden sollte. Da hat er den Begriff das erste Mal formuliert. Also, was war dieser Workshop 1956 in USA? Und die Antwort darauf ist, das war die Vision einer Art Artificial Frankenstein. Man wollte auf dem Computer das können, was ein Mensch ganz offensichtlich ziemlich perfekt kann und was die Computer zu dem Zeitpunkt garantiert nicht perfekt konnten. Also was können denn die Menschen gut? Das ist die Was-Frage, die ich jetzt stelle. Ja, sie können gut Wahrnehmung, sie können gut etwas verstehen und sie können gut Aktionsplanung. Also ist total klar von Anfang an bei der Formulierung Artificial Intelligence, was wollen wir damit können, nämlich genau diese drei Punkte. Und der zweite Teil, der dabei eben eine Rolle spielt, ist, wie wollen wir das denn ausführen? Naja, im Sinne der Äquivalenz von Gehirn und Computer, wir wollen das eben so ausführen, wie das Gehirn das aufmacht, sprich Biologie ähnlich, sprich Brain-like, was darauf hinausdeuten würde, man will das eben mit neuronalen Netzen machen können. So, das ist eine Vision, von der ich jetzt rede. Das ist nicht das, wie das sozusagen dann automatisch weitergelaufen ist. Aber beschäftigen wir uns zuerst mal mit der linken Seite hier. Also, wir wollen reden über Perzeption, Understanding und Aktionsplanung. Ja, warum ist Wahrnehmung schwer? Bei vielen Beispielen, die wir bei Siemens zu bearbeiten haben, kommt die Wahrnehmung einfach aus einem Sensor, der etwas misst. Und wenn ich viele Sensoren habe, habe ich dann halt einen langen Vektor voll Zahlen, mit dem ich hoffentlich etwas Sinnvolles messen kann, zusammengesetzt messen kann. Aber wenn Sie das sozusagen anschauen, Sie wollen das human-like machen, dann ist natürlich auch der Aspekt dabei, Sie wollen Bilder verarbeiten können. Wir können das im Allgemeinen recht gut. Also wie mache ich das? Bilderkennung. Wie mache ich Spracherkennung? Und über Jahrzehnte hinweg war die einzige Art, wie man das machen konnte, ist, man hat halt Engineering gemacht. Sprich, man hat bei Bildern dann eben Features, also Eigenschaften abgeleitet, zum Beispiel, dass man bei Gesichtern dann eben den Augenabstand misst oder Abstand Augen, Nase, Mund und so weiter. Dann hat man eben auch wieder eine Liste von Zahlen, aus denen man heraus versucht zu klassifizieren, was für eine Person ist das, kann ich die Person identifizieren und so weiter. Sprich, Bildverarbeitung wurde mit Engineering-Methoden gelöst. Auch eben Sprachverarbeitung. Sprachverarbeitung war über Jahrzehnte hinweg eine Angelegenheit, da konnten Sie entweder Einzelworterkennung sprecherunabhängig machen oder Sie konnten sprecherabhängig ein bisschen längere Texte dann ausführen. Ja, beides ist irgendwie qualitativ viel weniger gut wie das, was wir alle hier im Saal können. Ich muss sagen, also heute ist es so inzwischen, dass das schon ein ganzes Stück besser geworden ist. Also ich habe das ausprobiert, wenn ich bei meinem Navigator im Auto eingebe, ich möchte gern zum Fraunhofer-Institut da nach Erlangen fahren,
dann kommt in der Liste von Möglichkeiten wirklich genau dieses Institut mit der Adresse. Das heißt, ich kann das sozusagen machen, ohne jetzt eine spezifische Angabe über den Ort einzugeben. Und dass sowas eben möglich ist, wäre vor ein paar Jahren schwierig vorzustellen gewesen. Und noch schwieriger wird das Thema, wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, ich habe nicht nur eine Quelle von Wahrnehmungen, sondern mehrere. Bleiben wir beim Thema autonomes Fahren. Ich habe also ein Auto, was vorne eine Kamera drin hat und die Kamera guckt sich die Umgebung an. Dann gibt es aber zusätzlich eben auch noch ein Radargerät und ein Ultraschallmessgerät. Und sehen Sie, Sie haben völlig unterschiedliche Sensoren und müssen ja dann zusammenbauen, aha, das Ultraschallsignal gehört zu dem Teil im Bild, was die Kamera gesehen hat, oder das Radarsignal gehört zu dem Auto, was schon ein ganzes Stück weiter weg ist, wo der Ultraschall überhaupt nichts mehr sehen würde. Sprich, die Kombination von verschiedenen Sorten von Perzeption ist eine Angelegenheit, die ist schwierig. Und wir dürfen überhaupt nicht glauben, dass das heute geschafft wäre, sondern wir sind auf dem Weg dahin, das besser zu machen. Aber das ist keine Angelegenheit, die vorbei wäre. So, dann kommen wir nochmal zum zweiten Punkt hier, Understanding. Sehen Sie, Understanding ist schon eine Angelegenheit, die sehr, sagen wir mal, menschlich in der Begriffsbildung ist. Ich würde das gerne konkretisieren auf Modellbau, basierend auf den Beobachtungen, basierend auf den Daten. Das können Sie wieder ganz handfest formulieren. Schauen Sie bitte wieder auf die Kamera, stellen Sie sich bitte wieder die Kamera im Auto vor. Die Kamera sieht dann rechts vom Auto ein Kind. Ja, und? Ich bin ja auf der Straße und will auf der Straße weiterfahren. Wenn sich das Kind aber bewegt in Richtung auf die Straße hin, dann sollte das Konsequenzen haben für mein Fahrverhalten. Aber wenn Sie lauter Einzelbilder haben, dann können Sie ja nicht wissen, jojo, auf jedem Einzelbild ist das Kind ja noch rechts vom Auto. Das heißt, ich muss ein Modell haben, dass das Kind sich am Bewegen ist und sich in so und so vielen Sekunden auf der Straße befinden wird. Also Wahrnehmung alleine, Perzeption alleine ist noch nicht das, was wir eigentlich wollen, sondern wir wollen die Wahrnehmung zusammensetzen zu so einer Art Simulation unserer Umgebung. Dann haben wir im nächsten Punkt Aktionsplanung. Machen Sie sich bitte klar, Aktionsplanung geht immer nur, wenn Sie ein Modell der Welt um sich herum haben. Und wenn Sie diese Welt nicht nur in ihrer gegenwärtigen Form verstehen können, sondern wenn Sie eine Prognose haben, was denn als nächstes passiert. Weil nur dann kann ich entscheiden, die Aktion, die ich jetzt mache, wird in Zukunft einen vernünftigen Output haben. So, Decision Support würde ich benutzen, wenn ich die Welt selber nicht beeinflussen kann, sondern mich optimal anpassen muss. Sie werden nachher so Beispiele sehen. Optimal Control würde ich benutzen, wenn ich die Welt beeinflussen kann, also zum Beispiel eine Turbine besser steuern will. Sie sehen also, dass im Thema autonomes Fahren kommen hier alle drei Teile ganz wichtig und ganz verzahnt miteinander vor, bis hin zu ethischen Fragen am Ende des Themas. Sehen Sie, wenn also das autonom fahrende Auto nicht mehr bremsen kann und die Wahl hat, entweder links oder rechts rum einen Unfall zu verursachen. In dem einen Fall stürmt eine alte Person, in dem anderen Fall ein Kind. Was machen Sie denn dann jetzt? Als Mensch würde man sagen, naja, das ist halt egal, was er entscheidet, ist halt schlecht und ist halt eine traurige Situation. Aber in dem anderen Fall, über den wir jetzt hier sprechen, muss sich vorher ein Ingenieur oder ein Wissenschaftler Gedanken darüber gemacht haben, was soll in solch einer Person die Maschine nun tatsächlich ausführen? Ich weiß da keine Antwort drauf. So, hier haben wir also jetzt die drei Punkte, die zum Thema was gehören. Das würden wir gerne tun. Und selbstverständlich ist das keine neue Erfindung, das tun zu wollen, sondern man hat das über all die Jahrzehnte hinweg getan. Und man hat das über all die Jahrzehnte hinweg getan mit einer starken Intention von Engineering-Leistung. Mein Lieblingsbeispiel bei dem Thema ist immer die Mondlandung. Sehen Sie, da haben Sie als Wahrnehmung alle möglichen Sensoren, die diese riesigen Maschinen da gesteuert haben, sprich die Raketen. Da haben Sie das Verstehen der gesamten Physik dahinter, um diese Rakete da auf den Mond zu bringen. Und da haben Sie eben diese Steuerungen, um das tatsächlich auszuführen. Das ist von oben bis unten, von A bis Z, eine riesige Engineering-Leistung. Es ist aber eben keine Artificial Intelligence-Leistung. Warum nicht? Weil hier eben am Anfang gestanden hat, dass die Ingenieure sagen konnten, wie die Welt funktioniert. Und darauf aufbauend hat man die Optimierung und Gestaltung dieser ganzen Maschinerie aufbauen können.
Was Artificial Intelligence aber will, ist eben nicht, dass der Ingenieur es gemacht hat, sondern dass das Artificial Intelligence System eben macht. Also gucken wir uns an, was es auf der Seite zu sagen gibt. Und die Antwort hier ist, dass man eben am Anfang dachte, ja, das müssen wir eben auch mit neuronalen Netzen machen, aber 1955 bestand nicht der Hauch einer Chance, diese Aufgaben, über die wir links gesprochen haben, mit neuronalen Netzen tatsächlich lösen zu wollen. Also was hat man stattdessen gemacht? Man hat die Ingenieure imitiert, also hat in welcher Form auch immer im Detail, hat dann Expertensysteme gebaut. Expertensysteme als logische Regelsysteme oder eben später dann auch als Fuzzy-Logik-Systeme. Also das war lange Zeit eine Imitation des Ingenieurswissens, ablaufend auf einer Maschine. So, und dann kam Mitte der 80er Jahre, das ist eigentlich vorher schon entwickelt worden, es war aber nicht en vogue, die Modewelle der Expertensysteme lief bis Ende der 70er Jahre, da haben die Leute gedacht, was anderes brauchen wir ja eh nicht, weil die werden ja alles lösen. Das ist nicht so passiert und Mitte der 80er Jahre kamen dann neuronale Netze und haben angeboten, bitte, wir können das anders machen. Wir können hingehen und durch Lernen aus Beispielen Zusammenhänge zwischen Input und Output finden, um Regression oder Klassifikationsaufgaben zu lösen. Also, der Unterschied hier ist, man könnte im Prinzip etwas rauskriegen, was vorher nicht bekannt war und deswegen auch nicht hätte in Form von Regeln formuliert werden können. Aber im Prinzip ist es einfach, mit einem mathematischen Statement würde man sagen, es ist nicht lineare Regression oder Klassifikation, was man da gemacht hat. Und dann gibt es einen ganz interessanten Punkt dabei. Ende der 80er Jahre gab es einen mathematischen Satz, der hat gesagt, dass man mit relativ kleinen neuronalen Netzen, die nämlich nur eine Inputschicht, dann eine Zwischenschicht zum Arbeiten und dann eine Outputschicht, dass man damit im Prinzip jede Aufgabe lösen kann. Und weil das schon schwer genug war, hat sich dann kein Mensch mehr um größere neuronale Netze gekümmert. So. Und das hatte aber eben doch nicht so gut funktioniert in der praktischen Anwendung. Also gab es dann eben diese dunkle Zeit im Übergang in die 2000er Jahre rein, wo man gesagt hat, naja, wenn das mit den neuronalen Netzen doch nicht so toll war, gucken wir mal halt, was wir in anderer Form von Mathematik können, um die Aufgaben auf der linken Seite hier zu lösen. Und dann hat man halt sozusagen jede Art von mathematischer Statistik oder Machine Learning, wie es dann heißt, benutzt, um die Aufgaben von links eben in Angriff zu nehmen. Und das Interessante nach 2005, würde ich mal sagen, ist, dass die neuronalen Netze inzwischen so gut geworden sind, dass sie die anderen Techniken sogar überflügelt haben. Sehen Sie, wenn Sie diese ganzen Beispiele aus der Zeitung hernehmen, wo Google da einen Wettbewerb nach dem anderen gewinnt, das sind ja Google, Facebook und diese Firmen, die konzentrieren sich auf Aufgaben mit Bildern oder auch Sprache. Was die Konsequenz in meiner Darstellung hier eigentlich ist, die konzentrieren sich auf das P da vorne und machen daraus dann eben ein U. Also, wenn ich da diese Beispiele habe, dass ich in Internetbildern Katzen und Hunde unterscheiden kann oder was immer die Aufgabe jetzt konkret sein mag, dann hat das einmal die Konsequenz, ich habe eine extremst große Menge an Trainingsbeispielen und ich habe eben heute viel größere Computer, als man früher gehabt hätte. Aber der wichtigste Punkt bei dem ganzen Spiel ist, dass die Ingenieurstechniken, die über Jahrzehnte hinweg hier auf der linken Seite entwickelt worden sind, die kann man heute als Lernverfahren ausdrücken, um damit denselben Vorgang, den früher Ingenieure gemacht haben, als Lernalgorithmus ablaufen zu lassen und damit eine bessere Bilderkennung zu machen. Das hat zur Konsequenz, dass Sie heute bei Bildern nicht mehr hingehen müssen und da irgendwelche Augenabstände oder weiß der Himmel was ausmessen, also Eigenschaften, die aus den Bildern extrahieren und dann in einen Klassifikator eingeben, sondern dass Sie das Originalbild, so wie es kommt, hernehmen können und direkt in die neuronale Maschine reinpacken können und dann kommt nachher eine Auswertung raus. Also das ist der wichtige Unterschied. Das, was früher als Engineering-Lösung gemacht worden, kann man heute eben 1:1 als neuronale Lösung vom originalen Bild bis zur Auswertung machen. Das entspricht natürlich dem, was man hier oben wollte. Man wollte ja die Wahrnehmung so machen, dass das Brain-like Information Processing ist.
Bei Siemens, aus welchen Gründen auch immer, haben wir in München uns weniger stark auf Bildverarbeitung konzentriert. Die wurde bei Siemens in Princeton gemacht, nicht bei uns in München. Wir haben uns in München mehr auf dynamische Systeme konzentriert. Und dynamische Systeme heißt halt, ich habe irgendwas, was sich bewegt, ob das eine Maschine ist oder die Welt selber, und ich muss mich da drin zurechtfinden. Und um sowas in Angriff zu nehmen, macht man neuronale Netze, und wir haben halt in München 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit solchen neuronalen Netzen, und ich werde da gleich auch ein paar Beispiele zeigen. So, wir haben also den Punkt jetzt hier, die Was-Frage ist total klar, das wollen wir. Und die, wie wir das machen wollen, habe ich auf der rechten Seite erklärt. Und heutzutage kann man es tatsächlich damit in Angriff nehmen. Das mag im Detail nicht heißen, dass irgendeine andere Machine Learning-Methode das nicht genauso gut wie Neuro kann. Aber die Intention hier läuft eben so, wie ich es Ihnen hier dargestellt habe. So, und die Konsequenz von dem Spiel hier ist dann eben, dass ich sage, aha, Deep Learning, also das Lernen in vielen Schichten, und rekurrente neuronale Netze sind jetzt endlich in der Lage, die drei Punkte auf der linken Seite zu erledigen. Das heißt, der Fokus wendet sich dann vom Engineering hin in Richtung of Learning. Das könnte natürlich die guten deutschen Ingenieurs-Companies jetzt in Zweifel bringen, weil die sind deswegen gut, weil sie gute Ingenieure haben. Und so nach dem Motto, ja, ist das jetzt alles überflüssig und können die lernenden neuronalen Netze uns das alles abnehmen? Die Antwort ist natürlich nein. Im Zweifelsfall muss man beides machen, man muss beides zusammengenommen besser machen. Also wie würde ich jetzt in Richtung Zukunft argumentieren? Ich würde sagen, das ist auch, was man eigentlich als schwache AI bezeichnen würde. Ich würde sagen, wir wollen das Lernen von immer komplexeren dynamischen Systemen oder auch statischen Systemen, wenn Sie das wollen, schaffen. Wir wollen es immer besser können. Und komplex bedeutet für mich immer höhere Dimensionen und immer mehr Nichtlinearität da drin. Also da können Sie in den nächsten 100 Jahren immer schwerere Aufgaben sich vornehmen. Also das ist klar, dass man das lösen will. Das zeige ich Ihnen gleich an Beispielen, wie denn damit wirklich gearbeitet wird. Was ich aber eben auch sagen will, ist, es gibt eine Intention, starke AI, die glaubt, dass man bis hin zu Bewusstsein alles auf der Maschine nachbilden kann. Ich persönlich bin kein Vertreter dieser Richtung und ich würde Ihnen gern versuchen nahezulegen, warum ich das nicht denke. Schauen Sie, wir haben ja jetzt festgestellt, künstliche Intelligenz ist eine tolle Methode, um Lernen aus Beispielen zu perfektionieren. Die wirklich wichtigsten Entdeckungen in der Wissenschaft sind aber keine Beispiele, wo Lernen aus Beispielen herkommt. Schauen Sie sich doch an die Entwicklung der Elektrodynamik, die Entwicklung der Thermodynamik, die Entwicklung der Relativitätstheorie, die Entwicklung der Quantentheorie. All diese Theorien, die kommen nicht daher, dass einer da 1000 oder 100.000 Messbeispiele gehabt hat und dann irgendwelche Funktionen dazu gesucht hat. Nein, das ist Einsicht. Und ich glaube, dass der Begriff der Einsicht etwas ist, was uns qualitativ unterscheidet von diesen ganzen AI-Geschichten. Sehen Sie, dieser Taschenrechner hier, der ist millionenmal besser im Zahlenmultiplizieren wie ich. Ich habe aber doch keinen Minderwertigkeitskomplex gegen diesem Stück Silizium gegenüber, nur weil der besser rechnen kann wie ich. Und das ist zunächst mal hier oben genauso. Wenn Sie viele Daten haben, dann kann Artificial Intelligence Aufgaben sehr viel besser lösen wie Sie. Weil Menschen sind gut, wenn sie niedrigdimensional und halbwegs linear denken können. Menschen sind oft nicht gut, wenn Sachen hochdimensional werden und sie dann auch noch nicht linear werden. Okay, da ist künstliche Intelligenz oder Mathematik eben im Vorteil. Aber wenn es um die Frage geht, was ist Einsicht, dann ist das eine Angelegenheit, die ist auf einem völlig anderen Level. Und Einsicht ist auch immer etwas, da muss eine Person da sein, die die Einsicht hat. Denken Sie nochmal an die Quantentheorie zurück. Man kann Quantentheorie angucken wie Heisenberg, wie Schrödinger, wie von Neumann, wie David Bohm oder wie Feynman. Die Mathematik dahinter sieht ganz anders aus jedes Mal. Die Welt, die beschrieben wird, ist immer dieselbe. Und sie sind auch alle richtig, die Beschreibungen. Aber es ist eine unterschiedliche Person, die eine unterschiedliche Perspektive auf ein Thema hatte. Das heißt also, da muss eine Person da sein. Bei künstlicher Intelligenz ist aber keiner da.
Und weil wir eben da sind, können wir diese Einsicht entwickeln. Und ich will noch ein Beispiel machen. Kepler kannte die Planetendaten von Tycho Brahe und seine eigenen Messungen und hat dann eben rausbekommen, naja, die Planeten laufen auf Ellipsen um die Sonne rum. Die eigentliche Physik dahinter ist aber zu sagen, wir haben die Newtonschen Axiome und können daraus die Kepler-Bewegungen herleiten. Diese mathematische Herleitung ist schon schwer. Also was Kepler gemacht hat, könnte ich mir zur Not noch vorstellen als Artificial Intelligence, weil ich habe Beispieldaten und ich mache daraus eben ein Modell. Aber der Newtonsche Schritt in dem Denkvorgang hier, nämlich erfinde bitte die Axiome, woraus du dann die Planetenbahnen mit Bleistift und Papier ableiten kannst, das ist etwas, wo ich denke, das hat mit Einsicht zu tun und nicht mit Lernen von Beispielen. Sehen Sie, Aristoteles hat ein Statement aufgestellt, ein Körper, der sich in diese Richtung hier bewegt und der keiner Kraft unterliegt, wird nach endlicher Zeit stehen bleiben. Originalzitat Aristoteles. Das ist eine Logik, die jedes Artificial Intelligence oder die jedes Data Mining System im Allgemeinen sofort nachvollziehen kann, weil diese Logik können Sie 100-mal am Tag beobachten. Die Newtonsche Aussage, wenn ein Körper sich in diese Richtung bewegt und keiner Kraft unterliegt, dann wird er bis zum Ende des Universums immer in dieselbe Richtung weiterlaufen. Also das ist hier das Dreckertz-Gesetz. Das ist eine Angelegenheit, die können Sie gar nicht beobachten, weil so lange können Sie nicht warten. Und von daher können Sie sagen, die Einsicht, die in diesen Axiomen oder in diesen Gesetzen liegt und daraus dann auch noch die Keplerschen Gesetze abzuleiten, diese Stufe, die dahinter liegt, ist etwas, von der ich glaube, dass die künstliche Intelligenz weit weg davon ist oder in meinen Augen das auch nie erreichen wird. Sondern mögen Sie sagen, es ist ja nett, dass Newton der künstlichen Intelligenz überlegen ist, aber vermutlich hätte niemand hier im Raum die Newtonschen Axiome erfunden, wenn wir sie nicht in der Schule gelernt hätten. Also was ist jetzt mit uns hier? Deswegen habe ich mir ein einfacheres Beispiel überlegt, von dem ich glaube, das zeigt, dass wir alle hier im Raum eine Chance haben, der künstlichen Intelligenz überlegen zu sein. Nehmen wir diese Formel da oben, die hat wahrscheinlich jeder in der Schule gesehen, also Summe der natürlichen Zahlen bis n kann man ausrechnen als n mal n plus 1 halbe. So, jetzt machen wir daraus ein Learning from Data Problem. Ich gehe nämlich hin und tue das einfach für eine endliche Anzahl von Beispielen. Hier habe ich nur 4 gemalt, aber Sie können natürlich auch 100 nehmen. Für 100 Beispiele rechne ich die Formel da oben aus und dann habe ich also jetzt hier einen Zusammenhang zwischen 1, 2, 3, 4 und diesen Zahlen 1, 3, 6, 10. So, jetzt mache ich einfach mal einen Ansatz, einen quadratischen Ansatz mit a plus bn plus cn Quadrat und dann kann ich diese Beispiele von den Daten, die ich auf der linken Seite hier habe und finde dann ganz erstaunlich raus, dass es eine Formel gibt, sodass man diese Formel dass man diese Daten ausdrücken kann und überraschenderweise ist das dieselbe Formel wie da oben. So, das wäre also der Ansatz mit Learning from Data. Das heißt also, ich habe Daten auf der einen Seite und ich mache daraus eine Gesetzmäßigkeit. Jetzt habe ich aber, wenn ich doch Mathematiker bin, einen völlig anderen Weg, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich sage nämlich, ich nehme vollständige Induktion her und die besteht daraus, dass ich ein einziges Beispiel habe, wo ich die Formel ausprobiert habe. Dann nehme ich an, die Formel ist korrekt für irgendein n und dann beweise ich, dass die Formel auch korrekt ist für das Beispiel n plus 1. Und damit habe ich dann für unendlich viele Fälle nachgeprüft, dass diese Formel richtig ist. So, nur können Sie sich vorstellen, dass man, wenn man dieses Argument, die vollständige Induktion hier kennt, dann kann man mit einem Computer-Algebra-Programm diese Summe von n plus 1 zurückrechnen auf Summe n und das kann man dann halt nachrechnen. Okay, aber auf die Idee der vollständigen Induktion zu kommen, das ist doch die eigentliche Mathematik dahinter, das ist doch die eigentliche Einsicht, die hat damit zu tun, wie natürliche Zahlen überhaupt funktionieren. Das ist eben das, wo ich sagen würde, das ist eine andere Geschichte. Also soweit zu meinen Argumenten, ich glaube nicht, dass wir alles besser können wie Artificial Intelligence. Ich glaube nicht, dass wir alles besser können wie Lernen von Beispielen, weil wir können nicht 1 Milliarde Beispiele lernen.
Wir können nicht von einer Milliarde Beispiele die gemeinsamen Eigenschaften rausfischen. Aber wir können Einsicht, und damit haben wir eben sozusagen eine andere Qualität, die die Artificial Intelligence nicht hat und in meinen Augen auch nicht haben wird. So, jetzt komme ich zurück auf den Boden und werde also jetzt an Beispielen zeigen, wie denn die Wechselwirkung von über ein Problem nachdenken und künstliche Intelligenz, also sprich Lernen an Beispielen geht. Die Aufgabe hier ist alt, ist eine alte Aufgabe, die hatten wir bei Siemens. Da haben wir von den Ingenieuren 35 Messungen, also 35 Messungen bekommen, wie Starkstromschalter, also wie die sich verhalten und wie lange die dann noch Restlebenszeit haben. Starkstromschalter sind solche Bügel, die kann man auf und zu machen. Und wenn dann da 400.000 Volt durchgeht, dann verbrennen die durch den Lichtbogen, der dabei entsteht. Und das hält halt nur eine endliche Anzahl. Dann sollte man eine Prognose über die Restlebensdauer machen. Und wir haben 35 Indikatoren bekommen, weil halt nicht klar war, welche der Indikatoren braucht man wirklich, um zu entscheiden, wie lange hält es denn noch. Und das Ende vom Lied war, wenn man ein lineares Modell macht, dann braucht man sehr viele. Wenn man ein neuronales Modell macht, braucht man nur zwei von diesen Indikatoren. Und mit denen ist man in der Lage, sogar eine bessere Prognose der Restlebensdauer zu machen. Lernerlebnis über dieses Spiel hinweg ist, ich kann, wenn ich eine bessere Form des Verstehens, also sprich der Modellbildung habe, kann von den Inputdaten, die mir zur Verfügung gestellt worden sind, einen guten Teil weglassen und die brauche ich gar nicht mehr messen dann. Also was der, sozusagen der Gewinn liegt in der Einschränkung der Beobachtung, anstatt in der, also um die Prognose selber geht es am Ende gar nicht so viel. Gucken wir uns das Beispiel an. Nachfrageprognose. Nachfrageprognose ist eine Art Zeitreihenprognose, wo Sie oft sehr wenig Daten haben, weil die Produkte gar nicht so einen langen Lebenszyklus haben. Also sprich, Sie haben neue Produkte und die sind kaum auf dem Markt, dann müssen Sie jetzt schon eine Prognose machen. Ja, was ist die, wie gehe ich denn mit Lernen von Beispielen um, wenn ich gerade eben wenig Lernbeispiele habe? Das ist sozusagen das Gegenstück zu diesen Google-Beispielen, wo ich eben gesagt habe, ich habe das ganze Internet, um daraus dann eben Milliarden von Lernbeispielen zu haben. Jetzt haben wir die Situation, wir haben nur sehr wenige Lernbeispiele. Und das ist eben ein Beispiel für Nachfrageprognose, wo das ganz typisch ist. Antwort? Okay, wenn ich nur wenige Trainingsbeispiele habe, dann kann ich halt viele Funktionen finden, die alle auf diese wenigen Trainingsbeispiele passen. Weil die Trainingsbeispiele liefern mir keine Einschränkungen in der Menge der Funktionen. Konsequenz davon? Also wenn ich hier jetzt 50 Modelle baue, das auf der linken Seite soll 50 verschiedene neuronale Netze darstellen, also Output 1 bis Output M, und die Outputs von diesen Submodellen hier, die sind in der Trainingsmenge von diesen 28 Trainingsdaten, sind alle fast perfekt übereinander. Wenn ich mir die dann in der Generalisierung anschaue, dann sehen Sie, dass das extrem stark streut, also diese grauen Linien hier. Da könnte man sich dran verzweifeln, sondern das geht halt nicht. Aber wenn Sie hingehen und den Mittelwert dieses grauen Feldes da angucken, da kommt die blaue Linie raus und die liegt, gegeben wie wenig Daten Sie da haben, erstaunlich gut bei der Target-Linie wieder dran. Das Phänomen, was Sie hier sehen, das können Sie mathematisch zeigen. Ich erkläre es jetzt nicht mathematisch, sondern mit einer anderen Geschichte. Sehen Sie, die meisten von Ihnen werden diese Fernsehsendung, TV-Show da kennen, Günther Jauch, Wer wird Millionär? Da gibt es als eine der Hilfestellungen dabei, gibt es einen sogenannten Publikumsjoker. Das heißt, da können dann alle möglichen Leute abstimmen zu einem Thema, wo sie selber keine Experten sind und trotzdem ist der Mittelwert, der da rauskommt, meistens ziemlich gut. Das ist genau dasselbe Phänomen hier. Und, aber man kann das sozusagen formal beweisen, warum das vernünftig ist. Es ist jetzt nicht nur eine abgeguckt aus einer Fernsehshow. Gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Das geht jetzt schon in Richtung Steuerung dann wieder. Die Firma ist gar nicht so weit weg hier, Bionorica, die stellt ein Produkt her, das heißt Sinopret. Das ist ein Naturheilmittel. So. Naturheilmittel haben per Definition die Chance, da kommen variable Inputs rein, weil die Kräuter, die da in den verschiedenen Jahren gewonnen werden, die in den verschiedenen Ländern gewonnen werden, unterscheiden sich halt voneinander. Das heißt, sie haben einen schwankenden Input, sie müssen aber bei irgendwelchen Pharmazeutika umgekehrt auf der Output-Seite eine extrem genaue Qualitätsintervalle einhalten, sonst dürfen sie das gar nicht auf den Markt bringen.
Sprich, die Aufgabe, die Sie haben, ist, der Input wackelt, der Output muss sehr stabil sein, weil wie gehe ich denn damit um? Ich kann es ja nicht einfach ausprobieren und sagen, ja, schade, hat nicht funktioniert. Also kann man wieder hingehen und sagen, für die verschiedenen Qualitätsindikatoren, die da oben stehen, mache ich, habe als ein Beispiel hier nicht schwarz abgedeckt, den pH-Wert noch offen. Ich mache also jetzt ein Modell, um die Qualitätsindikatoren auf der Output-Seite zu erklären in Abhängigkeit von diesen Indikatoren, von diesen Kräutern auf der Input-Seite und von den Produktionstechniken. Und wenn ich das gemacht habe und das Modell erstellt habe, was ja offensichtlich ganz gut geht, weil die rote Target-Linie und die blauen Outputs vom Modell liegen ja nah beieinander für die verschiedenen Datenbeispiele, dann gehe ich als nächstes hin und mache eine Input-Output-Analyse. Wie ist die Sensitivität zwischen Input und Output? Und wenn mir das jetzt nicht hier gefällt mit dem pH-Wert, dass der zu hoch ist, dann muss ich halt hier hingehen und gucken, welche Variablen kann ich jetzt nach unten oder nach oben steuern, sodass dann eben der pH-Wert in die richtige Richtung bewegt wird. Ja? Das heißt, Sie können die Modelle benutzen, auch um Aktionsplanung zu machen, nicht jetzt nur um Wahrnehmung zu machen. Wir gucken uns das nächste Beispiel an. Ich muss ein bisschen, ja doch, ich schaffe das. Das nächste Beispiel ist immer noch Pharma. Schauen Sie bitte, stellen Sie sich die Aufgabe vor, Sie haben die Aufgabe rauszukriegen, ob bei einem Medikament die Chemie wirkt oder ob das ein Placebo-Effekt ist. Jetzt denken Sie mal einen Moment darüber nach, dass das eigentlich eine unlösbare Aufgabe ist. Erstens, ja, was Sie wissen wollen, ist, ob Sie einer und derselben Person das Medikament geben oder das Placebo geben würde, würde der unterschiedlich reagieren. Das können Sie aber gar nicht tun. Entweder haben Sie der Person das eine gegeben oder das andere. Sie können nicht derselben Person zweimal dasselbe, zweimal etwas Unterschiedliches geben. Der andere Punkt ist, auch jedes Medikament für sich genommen hat einen Placebo-Effekt. Es ist nicht so, als würde das Medikament nur wirken, weil es ein Medikament ist. Nein, es hat auch einen Placebo-Effekt. Wie kann ich also den reinen Medikamenteneffekt trennen von dieser Überlagerung von seinem Placebo-Effekt? Und wir haben daraufhin mal eine Untersuchung gemacht, die geht also so. Weil es bleibt die Frage, wie kriege ich das raus? Ich habe Personencharakteristiken und dann habe ich also jetzt die zwei Messgruppen, also die Leute, die Placebo bekommen haben und die Verum bekommen haben. Und mit der Hilfe von dem Placebo, also das Placebo-Modell ist ein neuronales Netzwerk, was jetzt von dem Input auf die blauen Outputs lernt. So, für das andere Modell sage ich jetzt, okay, ich kann den reinen Verum-Effekt, den reinen Medikamenteneffekt nicht messen. Ich kann nur hingehen und sagen, nehmen wir mal an, es gäbe ihn, einen reinen Medikamenteneffekt. Dann kann ich wiederum messen die Überlagerung vom Medikamenteneffekt plus Placebo-Effekt in einem Gesamteffekt oben. Das ist eine messbare Größe, die kann ich mir wieder aus den Daten holen. Und dann kann ich sozusagen über eine tiefe Netzwerkstruktur auch die linke Seite, die Parametrisierung als neuronales Netz, messen. Das neuronale Netz sieht übrigens so aus wie in dem Bild da rechts. Und ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, da fand ich schon interessante Einsichten, für mich jedenfalls. Ich glaube also, Placebo ist was Schönes, weil Placebo bedeutet, ich kann ohne Chemie den Körper verbessern. Und was dabei rauskam, war, Frauen können Placebo besser wie Männer, was ich für eine sehr positive Aussage halte. Es gab nur einen Zeitbereich, wo Frauen genauso schlecht dran waren wie Männer, nämlich in den Wechseljahren. Ansonsten waren sie immer besser. Na gut, also das heißt, man lernt hier in dem Kontext Sachen, die man nicht unmittelbar beobachten kann. Man lernt das aus Daten, aber zusätzlich mit dem Nachdenken über das Problem. Hier haben wir jetzt nochmal ein medizinisches Beispiel. Da geht es darum, eine Tumorerkennung aus Bildern zu machen. Und da sehen Sie dann, wenn Sie das länger anschauen, also by the way, oben, wo alles perfekt grün oder rot oder ist, das sind die richtigen Daten. Und da unten sind vier verschiedene Modelle und das neuronale Modell macht es halt ziemlich gut, die Erkennung, ob die Zelle, die da gerade angeguckt wird, eine Tumorzelle ist oder nicht. Gucken wir uns das nächste Beispiel an, wieder Nachfrageprognose. Hier haben Sie die Nachfrageentwicklung von 16 verschiedenen Produkten und da ist verglichen ein lineares Modell
mit einem neuronalen Netzwerkmodell. Und hier wird jetzt nicht nur ein Zeithorizont in die Zukunft geschaut, sondern eine komplette Jahresentwicklung. Das wird mit einem rekurrenten neuronalen Netz dann als komplette Entwicklung beschrieben und die Fehlerentwicklung hierbei ist weniger wie die Hälfte wie mit dem ursprünglichen linearen Modell. Und jetzt schauen wir uns da die schwerstmögliche Aufgabe an, die wir zu lösen hatten. Das ist, Siemens kauft über 600 Millionen Euro Kupfer im Jahr. Und wenn Sie da die Kupferpreisentwicklung ein Stück in die Zukunft vorhersagen können, heißt es, Sie wollen beeinflussen, ob das Kupfer jetzt oder erst ein Stück später gekauft wird. Das ist die Entscheidungsvariable, die Sie als Action im Decision Support nachher haben. Und wenn das so ist, dann können Sie natürlich eine Prognose machen und mit Hilfe von der Prognose können Sie Ihre Einkaufsabteilung helfen. Wir machen das seit 14 Jahren. Natürlich nicht immer im selben Modell, weil wir haben im Laufe der Zeit die Modelle verbessert. Na gut, also unsere Einkaufsabteilung hat nicht nur die SEN, also die neuronalen Netze als Empfehlung, sondern die haben auch alle möglichen anderen Finanzinstitutionen, das sind Banken oder Consulting Companies, die ihnen da Ratschläge erteilen. Und das Schöne bei dem Bild hier ist halt, dass unsere neuronale Netzwerkrechnung da ziemlich, also im Vergleich zu den anderen Market Researchern sehr gut dasteht. Die einzigen, die besser sind, ist die eigene Einkaufsabteilung von Siemens. Da könnten Sie natürlich jetzt sagen, ist ja logisch, die haben die Studie bezahlt, aber die vernünftige Antwort darauf ist, die haben eben außer der rein numerischen Rechnung auch noch all die blauen Informationen zusätzlich dazu. Also es lohnt sich schon, verschiedene Quellen da zu berücksichtigen. Und wie machen wir diese Prognosen? Naja, niemand wird glauben, auch mit 14 Jahren Anstrengung nicht, dass man die perfekt hinkriegt. Also muss man eine Theorie über die Unsicherheit haben. Was ist die Unsicherheit von Prognose? Das sehen Sie in dem linken Bild da, diese Heatmap, die Sie da sehen. Das ist in Wirklichkeit eine Prognose. Das ist ein Ensemble-Forecast, wo Sie aus der Dichte des Ensembles ableiten, wie sich das weiterentwickelt. Naja, wir haben natürlich bei Siemens auch immer wieder technische Anwendungen. Hier haben Sie das Beispiel, in Laufenburg liegt der europäische Knoten für die Stromdurchleitung Nord-Süd-Ost-West und das benutzt auch ein Prognosemodell von uns. Dann ist selbstverständlich klar, das erwarten Sie, dass wir auch nicht nur Decision Support machen, sondern Optimal Control. Der Unterschied zum normalen Begriff Optimal Control ist, bei Optimal Control denken Sie immer, der Ingenieur hat gesagt, welche Gleichungen zu gelten haben, während hier eben auch wieder gilt, das Modell über die Bewegung der Zusammenhänge ist gelernt und daraus machen Sie dann eine Optimierung, sodass Sie das also sozusagen den gesamten Arbeitsstil zusammenfassen können, wie ich ihn erlebt habe in 30 Jahren Arbeit bei Siemens. Können Sie sagen, naja, auf der einen Seite als Mathematiker haben Sie eine Vision, Sie möchten gerne hochdimensionale, nichtlineare Systeme mit neuronalen Netzen besser verstehen können. Und daraus können Sie dann ganz viel Mathematik ableiten, das wäre der blaue Kringel. Die kriegen Sie aber nicht auf die Straße, wenn Sie nicht Kollegen haben, die Ihnen die Software schreiben, um diese Mathematik tatsächlich zu realisieren. Und Sie müssen sich darum kümmern, dass Sie die verschiedenen Prototyp-Anwendungen verstehen, damit Sie eben diese Mischung machen können aus was ist eigentlich in der Anwendung wichtig und welche Mathematik muss ich überhaupt entwickeln, um das hinzukriegen. Schauen Sie, ich habe Ihnen eben gesagt, Preis-Forecasting ist die Königsdisziplin, was Sie überhaupt in Prognose machen können. Ja, das stimmt. Aber um das zu machen, mussten wir innen drin in dem blauen Kringel sehr viel Methodik entwickeln, um überhaupt eine Chance zu haben, da was besser zu machen. Und das gilt für jeden der anderen Punkte hier auch. Es ist nicht so, dass die Welt immer nur sozusagen in der Mathematik entspringt und dann nach außen läuft. Nein, es ist oft auch so, dass der Anstoß von außen kommt und dann die Mathematik besser macht. Naja, wenn Sie das noch sozusagen ein bisschen weitergehend anschauen wollen, was ich hier erzählt habe im Überblick, dann können Sie entweder irgendwelche Buchkapitel lesen, die wir geschrieben haben, oder aber von mir aus auch auf YouTube auf einen Vortrag, nochmal einen Vortrag anschauen, der geht nur über rekurrente Netze. Den habe ich auf einer Artificial Intelligence Conference in London gehalten. Oder was ich eigentlich noch schöner finde, sind ja unten die beiden CERN-Vorträge,
Die habe ich letztes Jahr im Winter im Zahn gehalten. Da war das Publikum Physiker, da spricht man in etwas anderer Sprache, aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages geht es um dasselbe Thema. Das erste ist eher Feed-Forward-Netze, Artificial Intelligence, das zweite ist rekurrente Netze, dynamische Systeme und wie man damit eben Physikeigenschaften verstehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank für den interessanten und breiten Einblick in Ihr Thema, Herr Zimmermann. Wir machen direkt weiter mit der Podiumsdiskussion. Ich darf die Experten bitten, zu uns auf die Bühne zu kommen, während hier die kurz umgebaut wird. Sie dürfen auch mit zu mir kommen. Herr Rüss, was ist hier reserviert? Herr Martin? Da muss ich sitzen. Sie dürfen da. Und Herr Kötter kriegt extra einen Stuhl. Sehr spannend zu hören, von, wie sich das Thema entwickelt hat und wie sich das zusammen aufbaut von jemandem, der tatsächlich, wie ich vorhin erfahren habe, schon 30 Jahre Jubiläum in diesem Bereich künstliche Intelligenz hat. Das stimmt. Ich würde gerne noch mal einen Satz sagen. Also wenn andere Leute dasselbe Thema besprechen, dann würden sie ganz sicher andere Sachen in den Vordergrund stellen und würden andere Schwerpunkte legen. Aber ich habe Ihnen ja vorher bei der Quantentheorie gesagt, wenn verschiedene Leute ein Thema beleuchten, können ganz unterschiedliche Strukturen rauskommen. Hier haben Sie jetzt eben gesehen, wie ich das sehen würde. Vielen herzlichen Dank. Dann freue ich mich, in dieser starken Runde zum Thema künstliche Intelligenz Platz nehmen zu dürfen. Die Experten hier haben kurze Statements zum Thema vorbereitet, um uns auch ein bisschen abzuholen, wo sie eigentlich herkommen. Das erste Wort würde ich gerne an Herrn Dr. Harald Rüss geben. Er ist wissenschaftlicher Direktor bei Fortis. Das hat Herr Professor Heuberger vorhin schon angemerkt. Er ist selber Mathematiker und auch seit 30 Jahren im Thema künstliche Intelligenz. Und er hat uns auch ein paar Folien vorbereitet zur Einstimmung. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Machen wir vielleicht die Folien. Gut, ich meine, künstliche Intelligenz ist und ja, war auch schon immer ein Feld der großen Versprechungen. Einer der großen Leute, die auch in der genannten Dartmouth-Konferenz dabei waren, Marvin Minsky, hat im Wesentlichen vorhergesagt, dass man in ein paar Jahren dann eigentlich als Menschheit aufgeben können. Das Statement war übrigens 1970. Machen wir die übernächste Folie. Und wenn wir jetzt in die Presse reinschauen, ich glaube, deshalb sind sie auch da, ne? Weil man liest ja jeden Tag irgendwas. Ich glaube, jedem ist klar, das Potenzial von KI in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Da jede halbwegs seriöse Unternehmensberatung hat da mittlerweile ihre Prognosen, wie weit wir das Bruttosozialprodukt erweitern und so weiter. Aber da kommen wir schon wieder zurück. Bill Gates sagt, lassen wir das noch. Genau. Bill Gates sagt in kurzer Zeit mit diesen ganzen Techniken, die der Herr Zimmermann gerade vorgestellt hat, wollen wir in der Zukunft Gutes machen, aber wir müssen natürlich schon besorgt sein, dass wenn Maschinen von Maschinen lernen, dass die uns vielleicht dann doch mal überlegen werden können. So ein bisschen, was jetzt gerade mit AlphaGo passiert ist, ne, das war das System, das den Weltmeister in Go geschlagen hat. Und das wurde benutzt, um ein anderes System zu trainieren, das natürlich einiges besser war und das System, das AlphaGo-System, das also schon den Weltmeister geschlagen hat, nochmal 100-0 geschlagen hat vor kurzem. Also das geht so Richtung, dass wir halt jetzt dieses Bootstrapping da machen können. Gut, und je weiter die Leute weg sind von der KI, umso abstruser, sage ich mal, werden die Behauptungen. Elon Musk sieht schon Dritte Weltkrieg, Putin meint auch, das sei der neue Kalte Krieg. Und Stephen Hawking sieht schon das Ende der Menschheit. Ne?
so wie ich ein bisschen gesagt habe. Ja, die Maschinen könnten uns mit dieser Superintelligenz, nennen sie es manchmal, uns tatsächlich mal kontrollieren. Jetzt die zweite Folie. Aber was natürlich klar ist, trotz diesen ganzen Versprechungen, die KI ist natürlich überall mittlerweile. Die ist um uns herum, egal was sie machen. Sie sind schon von KI, ihr Leben hängt zum Teil schon von KI-Algorithmen ab. Machen Sie eine Kreditentscheidung, ne? Nehmen Sie Sprachübersetzungen, nehmen Sie was auch immer, Siri mittlerweile. Wahlen werden mittlerweile schon mit individualisierten Modellen, ne? Auf persönlicher. Also jeder Wähler wird schon, für jeden Wähler wird schon so ein Modell erstellt, wie das der Herr Zimmermann dargestellt hat. Und die Wahlhelfer werden genau dahin gepusht, um die zu überstimmen, wo man Chance hat. Also KI ist überall da, ne? Trotz diesen überbordenden Versprechungen, dass die noch nicht eingehalten worden sind. Aber was passiert? Wir amüsieren uns natürlich immer, was der Sprachübersetzer mal wieder geliefert hat. Das ist wirklich amüsant. Nicht für alle. Vor kurzem hat ein Palästinenser ein Bild gepostet, Guten Morgen, in irgendeinem Slang. Der Sprachübersetzer hat das übersetzt als tötet sie. Ne? Das war jetzt nicht so gut in Israel. Ne? Also diese neuronalen Netze, die machen Fehler. Die machen Fehler und wir können diese Fehler nicht nachvollziehen. Wir wissen es nicht, ne? Was da passiert ist. Und sie können Schaden anrichten. Chatbots. Microsoft musste vor kurzem einen Chatbot zurückziehen, Tay, falls Sie es googeln wollen oder bingen wollen, wurde auf Twitter angesetzt und er hat halt auch von den anderen Benutzern gelernt und in kürzester Zeit hat er nur so mit rassistischen und sexistischen Statements um sich geworfen. Nicht so toll. Kann natürlich auch sein, dass manche gemerkt haben, da ist ein Bot da und den tatsächlich ein bisschen in die Richtung gedrängt haben. Ne? Das kann man auch machen, man kann die manipulieren. Und es ist gar nicht so schwierig, die Anzahl der Datensätze und so weiter, um diese Netze zu manipulieren, ist gar nicht so groß. Ne? Vor ein paar Monaten ist einer die 101 in San Jose runtergefahren, mit seinem Tesla war es offensichtlich. Und das Bilderkennungssystem hat das Straßenschild 101 als Geschwindigkeitsbegrenzung angesehen, hat noch einen kleinen Fehler gemacht, hat 105 draus gemacht, egal. Das Dumme war, die Aktion war da auch noch mit integriert und er wollte auf 105 Meilen pro Stunde hoch beschleunigen. Ja? Er hat das jeden Tag gemacht. Tesla, das kennen Sie alle, Bilderkennung, da hat einfach mal eine Wolke mit einem Lastwagen verwechselt. Na, Wolke ist im Himmel, Lastwagen ist auf der Straße, ist nicht so gut ausgegangen. In unseren eigenen Arbeiten, die auch um Straßenschilderkennung auch gehen, ein Vorfahrtsschild wird sehr schön klassifiziert mit so einem neuronalen Netz. Kommt ein kleines Vögelchen, ne, macht einen kleinen Pup da drauf, kann das plötzlich auch, und das kommt vor, kann das plötzlich auch ein ganz anderes Straßenschild sein. Ne? Das heißt, wir können uns auf diese neuronalen Netze so nicht verlassen. Das Schöne bei den Expertensystemen war noch, das Wissen war explizit. Bei neuronalen Netzen ist das Wissen implizit. Nur wir wissen also nicht, was ist eine Katze, was ist ein Hund. Ne? Wir sehen vielleicht den einzelnen Neuronen, wo sie gerade in der Heatmap gerade aktiviert sind. Aber wir haben kein Verständnis mehr, was mit diesen Dingen passiert. Und genau in diese Richtung will ich gehen. Sie wollen mich schon unterbrechen? Genau. Ich sehe noch nicht. Unterbrechen nicht. Dann mache ich es aber auch ein bisschen kürzer. Also diese Liste könnte man unendlich fortsetzen. Wir werden jeden Tag in der Zeitung irgend so was lesen. Es amüsiert noch, aber es wird immer weniger amüsieren, weil wir jetzt diese KI-Algorithmen natürlich auch immer mehr für sicherheitskritische Anwendungen anwenden. Autonomes Fahren. Ne?
Da werden diese Netze trainiert in der Cloud. Ne? Und da gibt es natürlich alle möglichen Sicherheitsprobleme und so weiter und so fort. Plus eine 95er Erkennungsrate wird nicht mehr ausreichen. Wir brauchen plötzlich 99,99999, wie viel auch immer gerade, für unsere Anwendung. Eine ganz andere Denkweise. Ne? Und worauf ich hinaus will, ist, um diese Algorithmen überhaupt anzuwenden, müssen sie wieder transparent sein, wie es bei den Expertensystemen war. Wir brauchen eine Erklärungskomponente, warum ist etwas schiefgegangen, wie ist es schiefgegangen, wer ist verantwortlich dafür, dass etwas schiefgegangen ist. Und es geht auch ein bisschen in eine neue Verordnung von der EU gerade. Ich habe es aufgeschrieben, ich kann mir es nämlich nicht merken, der General Data Protection Regulation, die genau aussagt, dass wir genau wissen müssen, was mit unseren Daten passiert und auch wie sie prozessiert werden und für was. Genau. Und das ist eher eine Forschungsagenda, wir müssen es wieder schaffen, dass die KI-Algorithmen, wie sie derzeit eingesetzt werden, dass sie nachweislich robust werden. Ne? Also dass wir wieder einen Engineering-Ansatz haben für diese Systeme, gell? Und nicht mehr, ja, mehr oder weniger blind vertrauen darauf, dass so ein Netz dann auch schon gut funktionieren wird. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Ruess. Jetzt haben wir auf der linken Seite von mir die Ingenieurssicht gehört, auf der rechten Seite die Mathematiksicht. Mit Herrn Dr. Kötter haben wir eine ganz andere Perspektive auf das Thema künstliche Intelligenz. Er ist nämlich bis vor kurzem der Geschäftsführer des Zentralinstituts für angewandte Ethik und Wissenschaftskommunikation an der FAU hier in Nürnberg, Erlangen-Nürnberg gewesen. Wie ist denn Ihre Sicht auf das Thema? Naja, als Philosoph hat man dann zunächst mal einen Blick auf die Begrifflichkeiten und da fällt natürlich auf, dass hier bei künstlicher Intelligenz, wie es mit zwei Begriffen zu tun haben, künstlich, das geht noch, und dann Intelligenz ist sehr schwierig, das ist terminologisch nicht fixiert und das ist natürlich eine schöne Sache einerseits, weil man kann es mit beliebigen Dingen dann füllen, so wie es eben der Kontext gerade erfordert, das macht man in der Werbung, im Marketing. Das andere ist, dass es etwas ernsthafter wird, dort, wo wir damit bestimmte Vorstellungen, seien sie noch so vage, verbinden. Ich möchte hier einmal versuchen, ganz grob zu formulieren. Natürliche Intelligenz ist vielleicht das Vermögen des Menschen, selbstständig Probleme zu erkennen und so zu formulieren, dass man dafür erfolgreiche Lösungsstrategien entwickeln kann. Die künstliche Intelligenz ist das Vermögen einer Maschine, zu vorgegebenen Problemen, also der Problemklassen, erfolgreiche Lösungsstrategien zu entwickeln. Ein wesentlicher Unterschied ist also einmal darin, das ist auch in Ihrem Vortrag angeklungen, das Erkennen von Problemen, liegt überhaupt eins da, und dann aus einer vagen Vorstellung vom Problem eine Formulierung zu erzeugen, die dann auch wirklich zu einer Lösung führt. Also ein Ill-Posed-Problem in ein Well-Posed-Problem zu transformieren. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte, die wir leisten müssen. Bei der künstlichen Intelligenz müssen wir ein solches, na, im besten Sinne Well-Posed-Problem vorgeben und dann lassen wir die Maschine selbst nach einer Lösung suchen. Also das Suchen ist das Entscheidende. Und die Suche kann manchmal, wie immer, auch zu Fehlern führen. Okay, das muss man dann eben minimieren. Die Frage, die tiefsinnige Frage, gibt es Probleme, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nur von Menschen gelöst werden können oder dual dazu? Kann jedes Problem von Maschinen mit künstlicher Intelligenz gelöst werden? Diese Fragen, die klingen nur tiefsinnig, sie sind es eigentlich nicht, denn sie können prinzipiell nicht beantwortet werden. Und das liegt einfach daran, dass es keine Regel gibt oder keinen Algorithmus oder wie man es formulieren möchte, die es erlauben würde, aus der Beschreibung eines bestimmten Problems zur Beschreibung des nächsten Problems so überzugehen, dass wir auf diesem Wege potenziell alle Probleme erfassen könnten.
Also wir haben es immer wieder mit Problemen zu tun. Und das alle, was wir da machen, ist im Grunde genommen ein Missbrauch des Altbahntors. Wir können über alle Probleme so nicht sprechen, weil wir sie nicht an bestimmten Merkmalen fixieren können und somit in eine Menge stecken können. Also in einem vernünftigen Sinne, wissenschaftlichen Sinne, kann man darüber nicht reden. Und der Ludwig Wittgenstein hat einmal gesagt, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ich möchte das nicht ganz so hart sehen. Ich würde sagen, ja, oder man muss das Reden der Unterhaltungsindustrie überlassen. Die machen das ja dann und werden uns dann mit Filmen und mit allem Möglichen versorgen. Ernst wird die Geschichte wirklich nur dann immer in jedem konkreten Fall. Also KI ist für mich, so verstehe ich das, immer eine problemorientierte Geschichte. Sie macht immer bestimmte Aufgaben. Und wie sie das macht und in welcher Weise wir dann von diesen Lösungen oder diesen Lösungsfindungsverfahren betroffen sind, das ist dann eine Frage der Ethik, natürlich auch der Politik. Aber da muss man dann im Einzelnen drüber reden. Danke, Herr Dr. Kötter. Ich wende mich nach rechts. Dort sitzt Professor Alexander Martin. Er hat den Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik oder einen Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik. Den oder den einen? In Erlangen den. Insgesamt gibt es mehrere in Deutschland. Danke. Und leitet die Abteilung Analytics am Fraunhofer ISS-CS und nähert sich dem Thema aus der Richtung mathematische Optimierung. Wie ist denn Ihre Sicht aus dieser Richtung auf das Thema? Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich komme tatsächlich aus der Mathematik und mache dort mathematische Optimierung und ich dachte, ich habe nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und wenn man nicht weiß genau, was künstliche Intelligenz ist, ist ja eine Möglichkeit, auch mal im Internet nachzusehen. Und heute zählt ja Wikipedia als sozusagen der Informationsgeber und interessanterweise ist die mathematische Optimierung ein Teil der künstlichen Intelligenz, was mich etwas überrascht hat zum damaligen Zeitpunkt, als ich das erste Mal gelesen habe. Wenn man jetzt aber noch mal ein bisschen genauer reinschaut, um was es eigentlich geht, und dann sind doch sehr viele Gemeinsamkeiten. Herr Zimmermann hat es eigentlich sehr schön dargestellt in diese drei Klassifizierungen. Es geht an der einen Stelle auch um Modellierung und die künstliche Intelligenz schafft Modelle automatisch aus den Daten. Ja, das ist eine Fähigkeit, die die künstliche Intelligenz hat, die die Mathematik als solche so nicht hat. Vielleicht durch das, durch die Einsicht, dass man zu Modellen kommt. Das fand ich ein wunderbares Beispiel, Unterschied zwischen Kepler und Newton. Ja, das ist, macht genau diesen Unterschied an dieser Stelle, unterschiedliche Zugänge, um zu Modellen zu kommen. Und Modelle sind immer nur ein Versuch des Abbilds der Realität. Die sind nie perfekt. Das muss einem immer bewusst sein, egal mit welcher Herangehensweise man versucht, die Modelle zu entwickeln. Und damit passieren natürlich Fehler, weil es nie exakt die Realität betrifft. Ja, und das Bewusstsein sollte man immer haben, egal ob man jetzt mit künstlicher Intelligenz oder mit mathematischen Modellen oder mit mathematischer Optimierung an Entscheidungen herangeht. Ja, und darunter glaube ich, und das ist das Gute, dass wir viele Methoden haben und viele Herangehensweisen, um auf Probleme zu schauen und damit auch unterschiedliche Einsichten gewinnen zu können. Und die Vielfalt macht es eigentlich, die uns weiterbringt. Okay, vielen Dank. Herr Zimmermann, jetzt haben Sie von den Experten ein paar Statements gehört, auch, dass eben nicht nur durch Beobachtung neue Erkenntnisse und künstliche Intelligenz entsteht, sondern Herr Ruhrs hat auch mit in die Runde gebracht, dass Maschinen ja auch von Maschinen lernen. Haben Sie direkt einen Kommentar auf die Experten-Inputs? Ja, ich würde gerne zu dem Beispiel Maschinenlernen von Maschinen, was dann am Beispiel Go zu spielen besonders, sagen wir mal, drastisch sichtbar wird. Ich habe mal darüber nachgedacht, soll mich das Beispiel jetzt stören oder schocken oder in meiner eigenen Arbeit in Frage stellen? Die Antwort heißt nein, weil wenn Sie diese Spiele nehmen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Maschine Tag und Nacht gegen sich selber spielen zu lassen. Das heißt, Sie können praktisch unendlich viele Daten erzeugen.
die Aufgaben, die ich lösen musste im Leben, die waren alle von der Natur, dass ich eigentlich viel zu wenig Datenbeispiele hatte für die Kompliziertheit von der Frage, die ich zu lösen hatte. Dadurch kommt dann eben diese Strukturierung, dass sie ein ganzes Ensemble von Lösungen kriegen, die sich voneinander unterscheiden und dann die Frage beantworten müssen, ja, und was sage ich jetzt dem Kunden, wenn ich so viele unterschiedliche Lösungen habe, die auf die paar Daten alle drauf passen. Das Problem haben sie gerade nicht, wenn sie das Go-Beispiel hernehmen. Das lassen sie Tag und Nacht durchlaufen und kriegen Milliarden und Milliarden von immer neuen Trainingsbeispielen. Das heißt, sie müssen sozusagen im Detail angucken, ist die Aufgabe so strukturiert, dass sie von alleine mit Lernbeispielen funktioniert? Müssen sie erst etwas dafür tun, um das Problem Lernbeispiele zu verbessern, was man bei den Spielen ganz geschickt gemacht hat? Oder gibt es eben keine und es ist gefragt, ob ich durch Nachdenken eine a priori Formulierung finden kann, die dazu beiträgt, ein Stückchen Welt besser zu modellieren. Aber ansonsten würde ich gerne sagen, schauen Sie, Aufgaben herzunehmen, die wir als Menschen auch können und die dann auf der Maschine zu machen, ja, das kann man tun. Und es gibt gute Gründe dafür, weil zum Beispiel, wenn wir als Mensch irgendwas überwachen müssen, das können wir garantiert in den ersten paar Minuten besser wie irgendeine Maschine. Aber irgendwann ermüden wir, haben keine Lust mehr, das immer weiter zu machen. Eine Maschine ermüdet nicht, die macht das halt Tag und Nacht in einem Stück durch, wenn es um irgendwelche Überwachungen, Monitoring geht. Aber das andere Beispiel, was ich noch sagen möchte, ist, es gibt eben Aufgaben, wo wir als Menschen die Aufgabe nicht lösen können. Irgendwie ein Beispiel, was so verrückt ist, dass sich eben eigentlich kaum noch einer traut, das überhaupt zu machen, ist Financial Forecasting. Weil da heißt nur, es geht ja eh nicht. Warum? Ja, wir können es halt nicht. Dass das nicht trotzdem gehen könnte, wenn man eben mit anderen Methoden rangeht, ist eben eine Angelegenheit, da kann man sich rantrauen und dann muss man mal gucken, was bei rauskommt. Wir haben uns eben getraut, das zu tun bei dieser Rohstoffpreisprognose. Und so will ich eben sagen, der eigentlich springende Punkt, wo künstliche Intelligenz für mich spannend wird, ist, wenn ich Aufgaben lösen muss, die ich als Mensch eben überhaupt nicht normal können kann, aber ich habe trotzdem keinen Minderwertigkeitskomplex gegenüber dieser Maschine. Ich weiß auch so oder so, am Ende macht die nur die Algebra, die ich ihr vorgekaut habe. Aber denken in dem Sinne von, wie ich das von mir selber in Anspruch nehme, kann die nicht und wird sie auch nicht können. Jetzt haben wir im Vortrag sehr viel darüber gehört, wie durch Ingenieurleistung und auch durch mathematische Leistung künstliche Intelligenz vorangetrieben wird. Es kam jetzt aber auf, dass gerade Probleme erkennen und vielleicht die Aufgaben für künstliche Intelligenz zu formulieren, schon Herausforderungen sind, die vielleicht nicht in erster Linie im Vordergrund stehen. Wie gehen Sie denn damit um? Oder wer macht das? Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstehe. Also wenn die Probleme formuliert sind oder die Aufgaben gestellt werden, dann kann künstliche Intelligenz gut arbeiten. Womit wir uns jetzt im Vortrag noch nicht so stark befasst haben, ist, wer ist denn das, der die Probleme formuliert und welche Aufgaben stellt man denn und welche sind es wert, gestellt zu werden und welche vielleicht nicht? Im Gegenteil eigentlich. Ja. Wenn ich die Problemstellung gut verstehe als Ingenieur, kann ich sie formulieren, ganz klar. Und dann sind oftmals klassische Verfahren die geeigneten, klassische Programmierung und so weiter. Jetzt das Beispiel, das genannt worden ist, erkenne einen Hund, erkenne eine Katze. Das Problem kann ich gar nicht wirklich formulieren. Ne? Und ich kann nur Beispiele vorgeben und diese Labeln zum Beispiel. Ne? Das ist eine Katze, das ist ein Hund. Und dann das einem solchen Netz zum Beispiel zum Trainieren zu geben, in der Hoffnung, dass es dann auch generalisiert und dass diese Konzepte in irgendeiner Weise gelernt werden. Da ist das Wissen dann eher implizit in diesen Dingen drin. Also immer diese modernen Lernverfahren sind meistens dann gut, wenn ich das Problem nicht wirklich als Problem
explizit formulieren kann. Aber Beispiele habe, wo sozusagen die Struktur des Problems anhand von Beispielen vorliegt. Und viele Beispiele. Und eine gute Abdeckung an Beispielen und so weiter. Ja, und bei der Frage, wer benennt diese Probleme? Nun, in der Regel ist es natürlich, sind es Unternehmen. Es sind diejenigen, die sich Leute bezahlen können, Forschungsabteilungen haben, die solche Projekte entwickeln, die damit Produkte produzieren, sei es Softwarelösungen oder Maschinen, die in einer gewissen Weise, also jetzt Geräte, die in einer gewissen Weise sich am Markt besser verkaufen als das, was man bisher findet. Ich selbst kann keine KI-Lösungen erfinden für meine Probleme, die ich habe, aber ich könnte sie mir vielleicht kaufen, wenn sie angeboten wird. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil diese Entwicklung dann natürlich getrieben wird von den Interessen derjenigen, die sie dann auch einsetzen werden. Sei es, dass man Produktionsstrukturen verändert, um Kosten einzusparen, sei es, dass man Produkte entwickelt, wie wir sie, wenn man VW-Fahrer ist, zu seinem Leidwesen in seinem Auto hat. Das sind so Gesellenstückchen der KI, so eine Schummelsoftware oder so ähnliches mehr. Das sind die, die Schattenseiten dieser Geschichte. Die anderen Seiten sind natürlich dann tolle Sachen, in der bildverarbeitenden Verfahren, in der Medizin oder ähnliches mehr. Vielleicht auch noch ein Unterschied, wirklich zu den unterschiedlichen Methoden. KI lebt von den Daten. Das heißt, sie lebt von Lösungen, die schon mal da waren für eine Problemstellung. Was aber, wenn das Problem so noch nicht da war und ich keine Daten habe? Ja, ich bringe immer gerne in der Vorlesung das Beispiel, wenn ein Student später seinen ersten Job in der Firma hat und der Chef sagt zu ihm, löse mir bitte dieses Problem. Und er kommt eine Woche später zurück und sagt, ich habe keine Lösung gefunden. Dann sagt er, das glaube ich nicht, du hast nur eine Woche Urlaub gemacht. Da muss es eine Lösung geben. Wie überzeuge ich jetzt den Chef, dass es vielleicht tatsächlich keine gibt? Dass vielleicht die Randbedingungen falsch gestellt sind? Ja, und da sieht man ein Beispiel, wo eben, wenn die Daten nicht da sind, jetzt habe ich kein Argument zur Hand. Jetzt brauche ich andere Ansätze, die auch wieder aus der Mathematik kommen, um solche Zertifikate abgeben zu können, dass ich nicht im Urlaub war. Ein Problem so zu formulieren, dass aus einer vagen Sicht auf die Dinge eine Fragestellung wird, für die man dann auch eine Antwort geben kann. Das sehen wir natürlich in der Wissenschaftsgeschichte, gibt es jede Menge solcher Beispiele, wo man sagen kann, das Entscheidende war die Problemformulierung, dann ging es schnell. Und das vorher, das war eben ein sich herantasten, aber das haben wir natürlich auch heute in der Politik oder in irgendetwas, wir haben ein Problem Altersarmut. Aber man kann es nicht so beschreiben, dass man sofort sehen würde, welche Handlungsoptionen führen denn zu einem bestimmten Ziel. Vielen Dank. Ja. Viele von den Schwierigkeiten, die man zusammen mit AI sieht, sind keine AI-Schwierigkeiten, sondern sind Schwierigkeiten, die die Menschen damit machen. Schauen Sie, wenn da gesagt wird, AI zerstört die Arbeitsplätze. Ja, das ist die Automatisierung, die Arbeitsplätze zerstört. Oder das ist unsere Sicht auf, wie man Wirtschaft treiben muss, die dazu führt, dass immer hocheffizienter und damit mit weniger Arbeit ausgekommen wird. Aber das ist nicht die AI, die das tut. Das ist dieser fokussierte Zwang zur Automatisierung, der das macht. Das sind am Ende wir oder unsere Manager, die Entscheidungen gefällt haben. Ja, wir müssen das so machen, sonst werden wir auch nicht die wirtschaftlichen Entwicklungen überleben. Aber es ist kein AI-Thema, bitteschön. Heute ein riesiges Publikum. Deswegen würde ich Sie bitten, tatsächlich, wenn Sie Fragen haben und irgendwie in Dialog mit den Experten treten möchten, die Fragen doch kurz, prägnant und mit einem echten Fragezeichen hinten dran zu stellen, damit wir
und uns die Bälle vor- und zurückspielen können. Gibt es schon direkt Fragen aus diesem großen Publikum? Eine Frage zu dem Kupferpreis-Forecast. Hatten Sie schon die Einsicht, das vielleicht auch auf den Goldpreis, den Algorithmus anzuwenden? Also ich habe schon darüber nachgedacht, das auf viele verschiedene Sachen anzuwenden. Aber ich bin Teil einer Firma und die Frage, mit welchen Rohstoffen ich mich beschäftigen soll, hängt davon ab, was die Einkaufsabteilung von mir wissen will. Nicht das, ob ich das jetzt witzig finde. Ja, die nächste Frage dort hinten. Ich bin jetzt ein ganz klein wenig überrascht, weil der provozierende Untertitel der Veranstaltung Abschaffung unserer Spezies oder Chance für die Menschheit im Grunde genommen noch gar nicht angesprochen worden ist. Dabei stecken da ja auch bereits sozusagen in der rein technischen Seite stecken ja noch interessante Themenbereiche drin, nämlich ob es tatsächlich möglich ist, so weit selbstlernende Systeme zu erschaffen, dass die sich sozusagen entkoppeln von der menschlichen Kontrolle. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass ich mich dazu geäußert hätte, indem ich gesagt habe, nein, ich sehe qualitative Unterschiede, wenn Personen sich mit einem Thema beschäftigen und wenn die Maschinen das tun. Wann immer sie haben, anhand Lernen von Beispielen, und sie haben viele Beispiele, dann kann ich mir vorstellen, die Maschinen sind gut. Aber wenn es gerade darum geht, Einsichten zu haben, würde ich claimen, dass wir hier besser sind und jedenfalls besser sein können. Ich habe nicht behauptet, dass alle Menschen immer gut sind, also alle Menschen immer alles gut können, aber dass wir können jedenfalls das gut. Und so gesehen, ich verstehe das nicht, diese Angst vor der Zukunft, die in dieser Frage drin steckt, weil für mich existiert die nicht. Das sehe ich so ähnlich. Wenn wir einem technischen System begegnen würden, das sich aus seinem Problemlösungskontext entfernt, also einem Kühlschrank, der plötzlich anfängt, einen eigenen Lebensentwurf zu entwickeln, dann würde man dieses Gerät abschalten oder in die Reparatur bringen. Aber man würde es nicht schätzen und sagen, da warten wir mal ab, was da noch alles passiert. Mit einem Verkehrsleitsystem, das nicht tut, was es will, sondern das nun anfängt, eigene Ideen zu entwickeln, was der Verkehr morgen sein sollte oder ähnliches mehr. Also das muss man mal wirklich sehen, diese Vorstellungen, die da mitschwingen, dass man irgendwann mal ein Gerät hat, das sich aus den Aufgaben entfernt und dann selbstständig agiert. Na, das kann passieren, wir nennen es immer, es ist kaputt oder es funktioniert nicht mehr richtig. Teil eines solchen KI-Systems ist der Notausschalter. Den brauchen wir immer. Der kann ein bisschen schwieriger sein, weil solche Systeme oftmals sehr, sehr verteilt sind und so weiter, aber im Endeffekt die Möglichkeit besteht, dass wir solche selbstlernenden Systeme haben, ganz klar, und auch, dass sie sich wie dieser Tay, den ich vorher genannt habe, in ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, wie wir eigentlich wollen, was unseren ethischen Grundsätzen entspricht. Den müssen wir wieder entfernen. Andererseits habe ich auch ein bisschen versucht darzustellen, dass was wir derzeit machen in der KI, nur sehr, sehr spezifische Aufgaben löst. Ne? Das zwar gut, sehr, sehr gut, oftmals besser, als wir das selber können. Vielleicht nicht so überraschend, weil wir sind nicht in allem sehr, sehr gut. Aber diese generelle Intelligenz, ne, da in den technischen Ansätzen, die wir derzeit verfolgen, ich sehe sie noch nicht mal. Das ist Science Fiction. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es kommen kann. So ein bisschen wie das Bill Gates Zitat, das ich da
gebracht habe. Wie genau, weiß ich nicht. Es geht auch wieder dann in die Diskussion rein, in die alte, seit den 60er Jahren. Können Maschinen Bewusstsein entwickeln? Sie haben es auch genannt, Einsicht und Bewusstsein. Ne? Ich weiß es nicht. Aber die Message, die ich rüberbringen wollte, ist, was wir derzeit machen, ist sehr, sehr weit davon entfernt. Eher in die Richtung, wie Sie es genannt haben, ne? Lineare Programmierung und Co. Ne? Wenn wir mal den ganzen Hype wegnehmen, ne? Das ist nicht so viel interessanter vom Technischen wie eine Polynomapproximation von einer Funktion. Ich habe gesagt, nicht viel. Derzeit die Nichtlehre. Okay, gut, aber das ist eine technische Diskussion. Gut. Ja, Herr Zimmermann, Herr Gönner, Sie meinten ja vorhin, die Automatisierung ist weniger ein Problem oder die Automatisierung ist ein Managementproblem und die Arbeitsplätze, gut, die fallen weg. In der Vergangenheit war es immer so, durch Automatisierung hat sich ein neuer Sektor aufgetan, wie der Service-Sektor und so weiter, der neue Arbeitsplätze geschaffen hat für die Leute, die rausgefallen sind. Ist es denn schon absehbar, sagen wir, welcher neuer Sektor sich entwickeln könnte, um sagen wir, die Busfahrer, die Taxifahrer, die vielleicht durch autonomes Fahren ersetzt werden könnten, aufzunehmen? Oder ich? Also ganz vorsichtig, nein. Also es gibt keine verlässlichen Abschätzungen dafür. Man kann auch keine guten Prognosen dafür machen, weil man die Grundlage für eine Prognose nicht hat. Und die müsste ja sein, dass wir Erfahrungen gewonnen haben im Umgang mit irgendetwas. Und bei diesen Dingen haben wir es noch nicht. Das heißt also, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird, das kann man im Moment einfach schlecht abschätzen. Ich habe mich ein paar Jahre damit beschäftigt, aber ich kenne keine vernünftige Schätzung, die hier uns weiterhelfen würde. Das mag vielleicht in 2 oder 3 Jahren anders sein, wenn man erste größere Erkenntnisse hat, wie sich solche Techniken, jetzt Produktionstechniken, Verwaltungstechniken und so etwas durchsetzen werden. Aber im Moment ist das eigentlich nicht möglich. Also ich glaube, das ist immer so, wenn eine neue Technologie kommt, dass man Angst hat, man verliert Arbeitsplätze. Man verliert, glaube ich, nicht Arbeitsplätze, man kriegt nur andere Arbeitsplätze dazu, andere fallen weg. Schauen Sie die Automatisierung an, die Robotertechnik am Fließband. Damals war das Geschrei, sage ich, viel größer, dass wir viel mehr Arbeitslose haben, aber heute haben wir tatsächlich weniger als damals. Also es ändert sich nur die Arbeitsplatzanforderungen und natürlich dann muss sich die Ausbildung entsprechend anpassen, um diese Forderungen zu erfüllen. Aber es heißt nicht, dass wir deswegen mehr Arbeitslose haben, nur weil wir neue Technologien entwickeln. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, da wir in Franken sind. Textilindustrie war einer der ersten produzierenden Gewerbe, die rausgegangen sind, mittlerweile irgendwo in Asien angesiedelt worden sind. Jetzt aber, man will wieder näher an den Märkten sein und zum Beispiel durch Technologien wie Interaktion von Mensch und Robotern kann man wieder wettbewerbsfähige Arbeitsplätze schaffen und dadurch kommen auch und sind auch schon Fabriken wieder zurückgekommen nach Deutschland. Ne? Also Dinge, also Produktionskapazitäten, die wir eigentlich schon verloren geglaubt haben, können wir dadurch wieder wettbewerbsfähig machen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, die Arbeitsplätze fehlen in Asien. Gut. Ja, sehr gerne. Also das ist klar, dass, um das Beispiel mit dem Busfahrer zu bringen, es ist klar, dass gewisse Arbeitsplätze eher gefährdet sind wie andere. Und es ist auch klar, dass die neu entstehenden Arbeitsplätze, die dazukommen, oft in einem Bereich sind, wo man eine lange Ausbildung für braucht. Wenn man das aber schon weiß, dann sollte man sagen, Ausbildung, sei das Schule oder Hochschule, kann in Zukunft nur etwas sein, was immer wichtiger wird. Wie wollen wir sonst sozusagen den Transfer schaffen zu Leuten hin, die in der Lage sind, Data-Analysten zu sein oder was auch immer?
der konkrete Nachfolgeberuf dann sein wird. Also das heißt, ich brauche ein Wachstum im Ausbildungssektor, sonst kann ich die Transformation von der einen Welt in die andere nicht schaffen können. Und ich habe ja nun auch viele Vorlesungen gehalten, also wenn ich mir so angucke, was von der Schule kommt und dann danach in der Vorlesung vor mir sitzt, das ist oft nicht schön. Also ich würde das mal so formulieren, das ist eine wirkliche gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben, wenn wir uns dem Thema stellen wollen. Jetzt haben wir eine Wortmeldung noch weiter hinten und danach Ihre hier vorne. Ich würde gerne auf den Kühlschrank zurückkommen, der anfängt, ein Eigenleben zu entwickeln. Sämtliche Beispiele oder fast alle Beispiele waren bis jetzt eher technischer Natur. Also eine KI, die für einen bestimmten Ziel eingesetzt oder programmiert wurde, um dieses Problem zu lösen. Was ist jetzt zum Beispiel mit sozialen KIs? Also eine künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ein Chatbot, der explizit dafür programmiert ist, mit einem Menschen zu interagieren. Wenn jetzt so eine KI anfängt, selbst Gedichte zu schreiben oder eine eigene Philosophie zu entwickeln, was wäre dann? Das gibt's doch. Es gibt's doch. Was ändert es? Die Frage ist, was ist Intelligenz und was ist künstlich und nicht künstliche Intelligenz? Also ich habe da eine völlig klare Antwort, die habe ich schon ein paar Mal gesagt. Lernen aus Daten kann man mit künstlicher Intelligenz sehr gut machen, wahrscheinlich besser, wie wir es können. Aber Einsicht ist etwas, das entzieht sich der künstlichen Intelligenz. Die nächste Wortmeldung hinten und dann brauche ich Unterstützung hier vorne, bitte. Nochmal auf die Frage, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage, wer stellt die Fragen? Denn es ist ja ein zentrales Problem, dass manche Algorithmen eben von dem entkoppelt werden, vielleicht was wir möchten oder was wir Menschen als Einfluss noch darauf nehmen wollen. Wenn wir zum Beispiel Empfehlungsalgorithmen haben, die dafür sorgen, dass Leute in Filterblasen gefangen sind und wir als Gesellschaft darüber bestimmen sollten, welches Ziel, an welcher Frage orientiert sich der Algorithmus. Also wirklich, ob derjenige jetzt das liest, was er lesen will, oder wollen wir darauf Einfluss nehmen, damit er mit diversen Meinungen noch konfrontiert wird? Und sind wir als Gesellschaft also darauf vorbereitet, selber noch darauf Einfluss zu nehmen, was die Fragen sind und was die Zielsetzungen sind? Ganz, ganz klar, meine Position hier ist, obwohl KI in bestimmten Aufgaben Menschen überlegen ist, sollte man die immer so auslegen, dass sie uns assistiert. Und das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung. Nicht, dass er besser ist wie der Menschen, sondern dass er Assistenz ist von uns. Heute Diagnosealgorithmen sind oftmals besser, als es auch ein erfahrener Mediziner kann. Das heißt aber nicht, dass der Arzt ersetzt wird. Das heißt eher, dass wir eine Interaktion zwischen Arzt und diesem Expertensystem, nenne ich es mal, designen müssen, sodass der Arzt bessere Diagnosen stellen kann. Ne? Weil er kann nicht jeden Tag jede Publikation lesen. Das Expertensystem kann das und sich laufend verbessern. Beantwortet nicht ganz Ihre Frage, können Sie es nochmal schärfen? Ich frage mich, ob unsere Politik, unsere Gesellschaft ausreichend dafür vorbereitet ist, dass sie auch ethische Dinge einfließen lassen muss. Und da geht es mir nicht darum, mir geht es eher darum, wir müssen die Algorithmen ja, die können tolle Sachen machen, lösen die ein Problem, wie möglichst vielen Leuten nur das im Internet anzeigen, was sie sehen wollen. Aber wie sind wir überhaupt noch irgendwie in der Lage, die Probleme so zu überblicken, dass wir wissen, in welchen Bereichen wir als Gesellschaft vielleicht mitbestimmen sollten, ethisch darüber, was
welche Probleme die Algorithmen lösen. Ja, da würde ich mir sehr viel mehr Diskussion natürlich wünschen. In Teilbereichen ja, zum Beispiel zum autonomen Fahren gibt es in Deutschland eine Ethikkommission, die auch Empfehlungen ausgesprochen hat, um genau jetzt mit solchen Konflikten umzugehen, fahre ich links oder fahre ich rechts, ne? Also wen fahre ich tot? Davor warnen, immer eine Technik dafür haftbar zu machen für die gesellschaftlichen Probleme. Also für die Probleme, die dadurch entstehen, dass bestimmte Interessen, also ökonomische Interessen, die Interessen von Firmen, diese Technik einsetzen. Und das ist das Problem. Zu was wird das eingesetzt? Dient es dazu, uns auszuspionieren, uns zu manipulieren, uns in irgendeiner Weise in eine Richtung zu bringen? Das ist eine Frage, die sich beantworten lässt, ohne dass man den Umweg nehmen muss über KI und sagen muss, ist dieses ein, es ist ein Instrument, das man dazu nutzen kann, sicherlich. Aber es liegt nicht im Wesen, wenn ich mal so philosophisch sprechen kann, dieser Algorithmen, dass sie der Gesellschaft schaden, so wenig wie sie es in ihrem Wesen liegt, dass sie nutzen. Also ich verstehe Ihre Argumentation bis jetzt so, dass momentan die Algorithmen datengetrieben etwas optimieren. Jetzt hätte ich eine ganz andere Frage. Stellen wir uns bitte ein neuronales Netz vor, das so groß ist wie das menschliche Gehirn und ähnlich verknüpft ist. Sagen wir mal, gleiche Gewichte haben. Also wenn wir von der anderen Seite kommen würden, nicht wie generieren wir durch Optimierung die Gewichtungsfaktoren in diesem Netz, sondern kriegen sie vielleicht aus der Biologie. Wäre das dann aus Ihrer Sicht möglicherweise eine intelligente Maschine? Wir probieren das. Es gibt ein europäisches Leuchtturmprojekt, das nennt sich das Human Brain Project, das genau versucht, so ein neuronales Netz zu gestalten. Ich würde mal sagen, es ist noch offen, ob es passieren kann, aber wir versuchen es mal wieder. Das ist natürlich der große Traum, klar. Also es gibt zwei Projekte in der Richtung. Das eine ist für 1 Milliarde innerhalb von 10 Jahren in Europa. Dann nehmen Sie ein Stück Gehirn her, schneiden das mit Mikrotomen in dünne Schichten und versuchen dann Linie für Linie zu rekonstruieren, was war das neuronale Netz dabei, um das sozusagen im Computer nachzubauen und bitte nicht nur elektrisch, sondern auch chemisch. Und der Glaube, und das ist ausschließlich ein Paradigmenstreit, der Glaube dahinter ist eben, dass dann mehr rauskäme wie bei dem einfachen mathematischen Modell. Die zweite Möglichkeit, das machen die Amerikaner, ist, dass sie sagen, nee, wir wollen nicht Dünnschicht von Mikrotomen untersuchen, sondern wir wollen am lebenden Gehirn möglichst viele feine Drähte reinschießen und dann am lebenden Gehirn die Signale messen, die an einzelnen Neuronen produziert werden. Und wenn ich das nicht nur so, ich glaube, heute geht etwa so 100 oder etwas über 100 Sensoren, die man da reinbauen kann. Wir wollen das einfach für 1 Million können. Und wenn wir das können, dann verstehen wir, wie ein lebendes Gehirn wirklich arbeitet. Also es gibt sozusagen den dynamischen und den statischen Ansatz, der da jeweils mit sehr viel Geld betrieben wird. Aber der Glaube, dass da mehr rauskäme, wie bei dem sozusagen standardmathematischen Modell, ist komplett offen. Es gibt kein Argument, dass das stimmt. Es ist ein grundsätzlicher Irrtum zu glauben, dass man aus den Daten ablesen könnte die Funktionen, die hinter diesen Dingen stehen. Das kann man nicht machen. Sie bekommen diese Daten heraus, aber die Funktionen, das heißt also zu was ist das Nutze, welche Rolle spielt es, die können Sie aus den Daten selbst nicht ablesen. Es bleibt dabei, das ist ein Stück Chemie, das ist ein Stück elektrische Schwankungen. Wellen, das können Sie auslesen, aber Sie können daraus nicht schließen, aha, dieses hat folgende Aufgabe im Gehirn zu erreichen. Diesen Teil müssen Sie selbst als Hypothese an diese Datenmenge herangeben. Das ist immer so in der Biologie. Ich
Ich hoffe, die Frage ist damit ansatzweise geklärt. Die Nächsten melden sich schon. Wir haben eine Frage hier in der Mitte und danach eine an der Seite. Also ich würde mich selbst als Vertreter der starken KI sehen. Die Fragestellung heute ist ja auch, ob es vielleicht eine neue Spezies geben kann, die unsere Spezies auslöscht. Oft, sagen wir mal, Analogie findet man in der Evolution. Wenn man sich das Stichwort Evolution anschaut und schaut sich den Menschen selbst an, dann gehen wir ja im Moment davon aus, dass wir aus dem Würmchen oder aus dem Menschenaffen oder was auch immer entstanden sind. Und die Frage ist da, wo ist der Punkt in der Geschichte der Evolution, dass das Bewusstsein zu uns Menschen kam? Kam der nur durch die Komplexität, durch die Biomasse oder durch etwas anderes? Und umgekehrt müsste man die Fragen stellen, ob die Maschinen irgendwann Bewusstsein entwickeln, wissen wir nicht, aber die Frage müssen wir umgekehrt stellen. Können wir mathematisch, theoretisch ausschließen, ob sie Bewusstsein entwickeln? Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Und die Vermutung ist ja irgendwie, wir können es nicht ausschließen. Und wenn jetzt so ein Experte wie Stephen Hawking, wo man sagt, oh, der Mensch ist bestimmt sehr, sehr oder hochintelligent, die Vermutung, dass auf die Einsicht kommt, ich kann es für mich nicht ausschließen, würde ich sagen, es ist ja auch eine intelligente Leistung, den Experten vielleicht zu folgen. Also Stichpunkt Evolution. Gibt es dazu Meinungen oder Haltungen? Können wir das ausschließen, dass künstliche Intelligenz Bewusstsein entwickelt? Natürlich nicht. Das ist, wie gesagt, das ist diese alte Diskussion seit 50 Jahren, auch eine hochinteressante. Aber auch da würde ich mich jetzt auf den jungen Wittgenstein berufen. es ist tatsächlich ein großer Trend, auch in der Forschungsszene, wie sich Bewusstsein aus diesen neuronalen Netzen entwickelt. Das wird aber sehr, sehr technisch. Ich bin auch nicht der Experte dafür. Aber das ist wahrscheinlich die spannendste Frage in der KI. Ne? Und Sie haben recht, vieles, was wir bisher hier erzählt haben, ist sehr, sehr, sehr technisch. Ja, ist die spannendste Frage. Genau. Genau. Ja, wir können es nicht ausschließen, deshalb meine ein bisschen humoristische, hoffe ich zumindest, Bemerkung, dass man Notausschalter auf jeden Fall immer schon einbauen sollten. Also ich würde gerne das noch kommentieren mit, wir haben eigentlich drei Sachen hier. Wir haben einmal, wenn Sie so wollen, Silizium, sprich die Algorithmen, die im Computer laufen. Wir haben biologisches Gehirn und drittens, wir haben Bewusstsein. Man kann sich jetzt für einen kompletten Vortrag jetzt unterhalten, was ist die Wechselwirkung von Bewusstsein und Gehirn. Man kann sich einen kompletten Vortrag unterhalten, Silizium und Wettwehr, also Biologie. Das andere würde garantiert jetzt den Rahmen sprengen. Ich würde einfach sagen, das ist im Moment ein Paradigmenstreit. Sie haben keine Chance, Ihr Paradigma beweisen zu wollen. Und ich habe das viele Stunden lang probiert, meine Sichtweise zu beweisen. Das ist immer im Patt ausgegangen. Aber ja, es geht letztlich um die drei Punkte, nicht nur um Biologie und Silizium. Aber es ist eine einfache Einsicht zu erkennen, dass Intelligenz unabhängig von der Materie, von der Trägermaterie ist. Weil man hat, wenn man sagt, Menschenaffen zu Menschen, wir sagen, wir haben Sprache, wir spielen sowas wie Schach. Also die Frage ist, wie definieren wir Intelligenz? Und wir sagen, intelligentes Verhalten bringt funktionale Intelligenz. So, wenn jetzt eine Maschine besser Schach spielt wie jeder Mensch, sagen wir einfach, okay, egal wie wir das jetzt philosophisch oder technisch realisieren, das ist intelligentes Verhalten. Wir unterscheiden die Menschen zu den Tieren, dass wir sagen, in vielen Bereichen sind wir intelligenter. Also meine Vermutung ist, intelligente Leistung ist komplett unabhängig von der Biomasse in unserem Gehirn. Also Silizium kann genauso viel oder auch noch mehr Intelligenz hervorbringen. Ja. Das ist die Frage, aber die wollen wir, glaube ich, heute nicht diskutieren, was tatsächlich Intelligenz ist. Ich meine, Schach hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja, das ist eine reine
Bewertung von Spielsituationen, von Mustern. Und deshalb ist der Computer da sehr gut, weil er diese Mustererkennung hervorragend kann und besser kann als der Mensch. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Dann möchte ich gerne nach... Ja, Entschuldigung. Ich bestreite nicht, dass man mit Intelligenz Schach spielen kann. Jawohl, man kann Intelligenz einsetzen, um es zu tun, aber man muss es nicht. Man kann dieselbe Aufgabe auch ohne Intelligenz lösen. Das haben wir gerade deutlich gehört. Aber wir machen es halt mit Intelligenz. Und das ändert aber nichts daran, man kann es auch anders tun, ja. Dann würde ich gerne dem Herrn hier zur rechten Seite die Chance geben, seine Frage zu stellen. Sie haben jetzt gezeigt, wie gut Sie zum Beispiel den Kupferkurs prädizieren können mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Jetzt gibt es zum Beispiel Firmen wie Amazon, die würden auch gerne, sicher gerne das Verhalten von Menschen prädizieren. Und Firmen wie Facebook haben da sicher auch eine Menge Trainingsdaten für viele von uns. Wenn jetzt aber mal Firmen mit Hilfe künstlicher Intelligenz in der Lage sind, unser Verhalten zu prädizieren, dann können sie uns genauso kontrollieren, wie wir einen Hund kontrollieren, indem wir im richtigen Zeitpunkt ein Leckerli geben. Und dann haben sie ja letztlich die Kontrolle über uns erlangt. Das hat jedes Marketing schon seit Jahrzehnten gemacht. Also jede Art Marketing versucht das zu erreichen. Und hier ist es halt ein bisschen technisch perfekter dann. Aber der Wunsch dahinter, sowas machen zu wollen, Leute zu manipulieren und so weiter, das ist keine neue Erfindung, leider. Ja. Dazu kann man auch mit normaler Statistik schon machen. Doch. Die meisten hier nehmen vermutlich Parfüm. Ja? Und aus welchem Grund? Um den anderen zu manipulieren ein Stück, oder? Ist ein ganz anderes Beispiel, ganz anderer Kontext. Ja? Hat nichts mit Intelligenz oder künstlich oder sonst was zu tun. Ja? Den anderen zu beeinflussen, das ist ein Eigenschaft, die man gerne verwirklichen möchte. Und da gibt es viele Methoden, das zu tun. Also die Gefahren sind natürlich da schon ein paar Dimensionen höher, weil diese Techniken der Manipulation nicht so leicht wahrnehmbar und durchschaubar sind. Und es ist deshalb nicht ganz einfach für den Menschen, sich diesem Zugriff zu entziehen. Das kann man. Aber man muss es durchschauen und das Durchschauen, das erfordert einigen Aufwand. Den sind manche Menschen bereit auf sich zu nehmen, die beschäftigen sich damit, sie versuchen, da eine gewisse Distanz aufzubauen. Andere machen es nicht und sie haben zum Teil, machen sie es nicht, weil sie es gar nicht wissen, zum Teil, weil sie eine Güterabwägung stellen und sagen, naja, das ist mir zu aufwendig, ich scheue die Mühe, das ist mir das bequeme Leben. Lieber, ich nehme das andere dafür in Kauf. Aber es sind letztlich auch Entscheidungen, die wir dann zu treffen haben. Also die Vorstellung, dass man über eine Technik zwangsläufig zu einem Erfüllungsgehilfe dann der Firmen, der Weltregierung oder so etwas wird, davor möchte ich warnen. Da wäre dieses propagiert, der möchte dann eigentlich auch die Freiheit des Menschen negieren, denn er muss ja dann sagen, dass die Menschen nicht fähig sind, sich zu entscheiden und sich solchen Dingen zu widersetzen. So wichtig, dass wir die Datenhoheit behalten, ne? Dass es transparent ist, zumindest was mit unseren Daten passiert, wie die verarbeitet werden, mit welchen Resultaten. Und es war vorher die Frage, sind wir da gesellschaftlich schon vorbereitet? Glaube ich noch nicht. Ich habe vorher dieses Data Regulation genannt, das im Mai in Kraft setzen wird. Das ist jetzt die richtige Richtung, um genau solches zu vermeiden, dass wir tagtäglich manipuliert werden von diesen Datenkraken. Ob es das wirklich noch schon löst, ich glaube es nicht, ja. Aber es ist die richtige Richtung. Ja, eine letzte Frage. Es ist vorhin der Begriff des Notausschalters gekommen und für mich stellt sich da eine ethische Frage und zwar, können wir es überhaupt vertreten, ethisch, bei einer Maschine jetzt diesen Notausschalter einzubauen, um zu sagen, unabhängig davon, ob
künstliches Bewusstsein, nicht Intelligenz, sondern wirklich Bewusstsein, möglich ist oder nicht, diesen Schalter einzubauen, dass im Falle, wenn ein Bewusstsein entsteht, es einfach auszuschalten, können wir dann einfach sagen, es ist eine neue Form von Leben in dem Sinne entstanden und wir schalten sie einfach aus, weil wir Angst davor haben oder aus anderen Gründen, können wir als Mensch das wirklich entscheiden und diesen Knopf einbauen? Gut. Grundsätze an meiner wäre immer der Mensch vor der Maschine. Also ich denke, man sollte hier die Ethik nicht bemühen. Also ob eine Maschine Bewusstsein hat, ist eine schwierige Frage, weil wir ja schon nicht wissen, was bei uns das Bewusstsein ausmacht. Also können wir das da der Maschine nicht ohne weiteres zusprechen. Und nur weil sie sich in gewisser Weise manchmal so verhält, als ob sie ein Bewusstsein hätte, als ob sie entscheiden würde, als ob sie uns Gedichte schicken würde und mit uns Lieder singen würde und so weiter. Das lässt keinen Rückschluss darauf zu, dass es tatsächlich so ist. Und insoweit hätte ich auch keinerlei Bedenken, eine Maschine, wenn sie ihre Arbeit nicht ordentlich verrichtet, auch abzuschalten. Das kann sogar ethisch geboten sein, wenn nämlich von diesem Ding dann irgendwelche Gefahren ausgehen. Es gibt aber auch einige Menschen, bei denen fragwürdig ist, inwiefern sie dann bewusst handeln. Aber trotzdem würde ich von jedem Menschen davon ausgehen, dass er ein Bewusstsein besitzt, dass er, wenn ich mit ihm rede, genau wie ich die Welt wahrnimmt und genau wie ich auf die Welt reagiert. Sollte man da nicht auch dann bei einer Maschine davon ausgehen, wenn sie sich so verhält, dass sie ein Bewusstsein entwickelt hat? Also nicht, dass ich sage, kann die Maschine ein Bewusstsein entwickeln, weil man kann das nie beweisen. Ich kann auch bei einem Menschen nie beweisen, ob er ein Bewusstsein hat oder nicht. Sondern sie verhält sich so, also agiere ich mit der Maschine, als hätte sie ein Bewusstsein. Ja. Ich kann nochmal auf den Unterschied mit dem Bewusstsein eingehen und ein Beispiel bringen. Sehen Sie die Videokamera, die uns die ganze Zeit jetzt gefilmt hat. Die hat diese Veranstaltung mit mehr Details aufgenommen, als ich mir je vorstellen könnte, dass ich das hätte wahrnehmen können und mir hätte merken können. Also technisch gesehen war die ein Vielfaches perfekter als meine Wahrnehmung. Aber ich weiß, dass ich sie gesehen habe. Diesen Unterschied, dass auf der einen Seite da eine Wahrnehmung ist mit einem Memory dahinter, ist gut und schön. Aber ich weiß, dass ich sie gesehen habe. Jeder andere von denen, die hier sitzen, wissen auch, dass er seine Umgebung sieht. Also das ist doch ein Unterschied. Das kann man doch nicht einfach in einen Topf werfen. Ja. Dann würde ich die die Mikrofone sind jetzt schon eingesammelt. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen und oder zur Einsicht kommen, dass der Dialog beendet ist. Ja, ich glaube, das haben jetzt fast alle. Ich hätte gern noch eine Fazitfrage in die Expertenrunde hier vorne. Wir haben jetzt im Verlauf des Abends viele Beispiele gehört, in welchen Lebensbereichen künstliche Intelligenz, Optimierung schon sehr stark bei uns angekommen ist, gerade im autonomen Fahren oder, wie Sie ausgeführt haben, in der Medizin, in der Prognostik von gerade Zulieferungen oder Einkäufen. In welchen Bereichen ist es denn so, dass künstliche Intelligenz uns das Leben in Zukunft besonders erleichtern wird oder wo sollte es uns ganz besonders erleichtern? Ich würde gerne ganz rechts anfangen bei Herrn Professor Martin. Wo wünschen Sie sich künstliche Intelligenz? Wo ich mir künstliche, also ich glaube, das Anwendungsspektrum, das würde ich nicht einschränken wollen. Ja, ob das jetzt in der Produktion, in der Logistik ist, im Haushalt, zu Hause, im Krankenhaus, um bessere Medizin zu entwickeln, das würde ich nicht einschränken wollen. Es geht darum, dass es eine mögliche Methode ist,
um gewisse Dinge besser zu lösen. Und hätte man jetzt dieses Wort, hätte man diese Methode nicht künstliche Intelligenz genannt, sondern Trennen von Punktmengen in hochdimensionalen Räumen, dann wäre heute wahrscheinlich kein Mensch gekommen und wir wären hier zu fünf gesessen und hätten uns mit einem Bierchen unterhalten. Ja, und man sieht auch, wo die Diskussion ein Stück weit hingegangen ist, nur weil dieses Wort Intelligenz in diesem Namen auftaucht. Danke. Herr Ruiz. Sie haben ja eigentlich die Antwort schon vorweggenommen. Wir sollten vom Problem her denken. Ne? Was ist das Problem? Eine KI ist eine Ansammlung von Methoden. Und wenn die zufällig besser ist für die Art der Problemlösung als eine Statistik, als was sonst noch da ist, ja, dann nehmen wir sie. Wenn nicht, dann nehmen wir sie nicht. Übrigens, in vielen Anwendungen wird oftmals mit KI-Techniken gestartet und dann kommt ein bisschen Ernüchterung und man geht auf eine klassischere Methode zurück. Also KI ist eine Ansammlung von Technologien und wo sie passt, soll sie passen. Dankeschön. Wo nicht, dann nicht. Super. Ursprungsversion von der KI war gewesen Wahrnehmung, Verstehen im Sinne von Modellbau und optimale Aktionen planen. Das beste Beispiel, was Sie immer im Kopf haben können, ist autonomes Fahren, weil da kommt alles von dem vor. Und wenn Sie sich angucken, wie gut oder wie schlecht es heute geht, dann werden Sie auch sehen, dass das noch viele Jahre dauert, bis das wirklich so perfekt geht, wie es heute im Marketing manchmal schon geht. Und das heißt, dass wir betrachten ja eine Entwicklung, die Schritt für Schritt besser wird, die ich auch für hilfreich halte, weil es sind nicht nur KI-Systeme, die im Straßenverkehr Unfälle bauen, sondern noch viel mehr Menschen, die Unfälle bauen. Und wenn die statt am Steuer einzuschlafen, dann noch durch ein KI-System abgefangen würden, fände ich das gut. Also das ist sozusagen, in dem Rahmen kann man immer sagen, also wenn es um die drei Bereiche geht, Wahrnehmung und Modellbau aus Daten heraus und dann eben optimale Aktionsplanung daraus, hat man ein riesiges Betätigungsfeld, wo man dann ja noch 100 Jahre dran arbeiten kann. Und ja, ein paar Jahre mache ich noch mit, ja. Ja, ich erhoffe mir von KI, dass der Umgang mit Technik überhaupt, sei es im privaten oder sonst im öffentlichen Raum, sicherer und effizienter wird. Ich erhoffe mir keine grundsätzlichen Umwälzungen über diese Technik, es sei denn über die dahinterstehenden Interessen, das mag sein, aber mein Wunsch oder meine Hoffnung wäre, dass vom Autofahren über Medizin wir einen besseren und genaueren Umgang mit Technik bekommen. Super, vielen herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an Herrn Professor Heuberger und an Herrn Professor Karl für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Vielen Dank für die Vorbereitung. Das war auf jeden Fall eine große Vorbereitung. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Dialog und für den Austausch an Sie, für Ihre Fragen, an Sie fürs Zuhören und Mitdenken, aber auch an Professor Martin, an Dr. Ruiz, an Dr. Zimmermann und Dr. Kötter. Sie sind jetzt herzlich eingeladen, die Gespräche und die Gedanken, die Sie hier gebildet haben, noch gestärkt weiterzuführen. Es wartet für Sie ein Imbiss, ein kühles Getränk hinten in der Kantine. Bleiben Sie noch ein bisschen und verbringen Sie den Ausklang des Abends mit uns. Vielen herzlichen Dank fürs Dasein.